Good morning. Guten Morgen allerseits, guten Morgen an die Mitglieder des Netzwerkes. Ich begrüße Sie zur letzten Sitzung des Parlamentarischen Netzwerks Gewaltfreies Leben für Frauen 2020. Wir sind langsam, haben uns eingespielt jetzt bei den virtuellen Sitzungen und das freut mich sehr. Ich freue mich, dass wir unsere Arbeit weiter fortführen können, auch in diesen Umständen unter Covid-19. Wir wissen ja, dass das alles uns natürlich schon beeinträchtigt. Ich hoffe, es geht Ihnen alle gut und dass wir auch im nächsten Jahr unsere Arbeit fortführen können unter besseren Bedingungen und dass wir uns auch direkt wiedersehen können. Darauf würde ich mich schon sehr freuen, weil das was anderes als immer virtuell. Und ich freue mich sehr unter Punkt 4, also Generation Equality Forum 2021 zu sprechen und auch Frau Botschafterin Delphine O, Generalsekretärin des Generation Equality Forums 21 begrüßen zu können aus dem Außenministerium Frankreichs. Also und auch Frau Marie Fontanelle, die ständige Vertreterin. Also ich freue mich sehr, Sie zu diesem Punkt begrüßen zu können. Und ich leite nun zum ersten Mal, also springe hier ein. Also bisher haben wir alle hervorragende Arbeit geleistet. Ich darf Sie nun daran erinnern, dass wir nicht zu schnell sprechen wegen der Dolmetscher, Dolmetscherinnen und damit die Arbeit eben auch unter diesen schwierigen Umständen korrekt geleistet werden kann. Und ich danke Ihnen für die Vorbereitung. Also dem gesamten Team vom Gleichstellungsausschuss. Und ich darf Sie daran erinnern, wenn Sie also um das Wort bitten wollen, dann müssen Sie auf den Knopf drücken, Request to Speak. Und ich erteile Ihnen dann das Wort. Und Sie müssen dann manuell Ihr Mikrofon und Ihre Kamera freischalten. Dann kommen Sie auf die Rednerliste. Und Sie sehen dann, und dann können Sie eben darauf klicken, auf dieses Icon unten rechts auf Ihrem Bildschirm. Und wenn Sie das Wort ergreifen, dann müssen Sie unbedingt in Ihrer Sprachenauswahl, weil unten links auf Floor drücken, wegen der Tonqualität. Und also ich habe das vorhin schon erfahren, dass das dann wesentlich besser ist. Also wenn ich hatte, war auf Englisch geschaltet und dann muss man es eben auf Floor schalten, wenn man selber spricht. Die Dokumente haben Sie auch unter dem Documents-Icon. Also ich hoffe, dass Sie jetzt das alles nun bestens steht, um direkt einzusteigen. Wir schauen uns jetzt unsere Tagesordnung an. Die müssen wir zunächst annehmen. Sie ist also die überarbeitete Agenda. Die Tagesordnung haben Sie ja am Donnerstag bekommen. Wir haben ja auch die Rednernamen hinzugefügt für die Anhörung über Good Practice in der zweiten Welle von Covid-19. Und wir haben auch die Rednerreihenfolge leicht geändert und bei dem Punkt über das Handbuch der Istanbul-Konvention. Und ich danke ausdrücklich für die Arbeit, die hier getan wurde. Und wir haben auch enge Zeitslots vorgesehen hier. Die Präsentation des Generation Equality Forums beginnt um 9.45 Uhr. Und das Hearing über die Anhörung über Erfolgspraktiken bei der zweiten Covid-Welle im Zusammenhang mit Kampf gegen Gewalt gegen Frauen wird beginnen um 11 Uhr. Wenn Sie Bemerkungen zur Tagesordnung haben, bitte dann melden Sie sich zu Wort. Ich sehe aber keine Nachrichten diesbezüglich. Also ich glaube, dann ist wohl jeder einverstanden und glücklich mit der Tagesordnung. Und wir steigen nun ein in unsere Montagmorgendebatte. Also keine Kommentare Ihrerseits zur Tagesordnung. Und sie ist also hiermit verabschiedet. Können wir diese leichten Änderungen annehmen? Also ich werte Ihr Schweigen als Zustimmung. Und sie ist hiermit, wie gesagt, verabschiedet. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt,
das Protokoll. In Ihren elektronischen Unterlagen haben Sie die Protokolle von also der zwei Sitzungen, die Anfang des Jahres stattfinden, am 28. Januar 2020. Gibt es Kommentare dazu? Ich sehe keine Nachrichten. Dann denke ich, wir können Sie verabschieden. Dankeschön. Und nun möchte ich, hören wir den Generalberichterstatter über Gewalt gegen Frauen. Also das ist meine Aufgabe. Wir kommen also zu diesem Punkt jetzt. Jüngste Entwicklung in Bezug auf die Tätigkeiten des Netzwerkes und die Themenschwerpunkte, die wir heute behandeln. Das wird das letzte Treffen sein, wie ich bereits sagte, des parlamentarischen Netzwerks Gewaltfreies Leben von Frauen für Frauen 2020. Und 2021 sind viele Tätigkeiten geplant, also um zu zeigen, wie sich die Parlamentarier und Parlamentarierinnen gegen die Gewalt gegen Frauen engagieren. Und wir haben auch ein Newsletter, womit wir alle auf dem Laufenden gehalten werden. Die letzten Wochen waren sehr arbeitsintensiv beim Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. Also am 25. November am Tag zur Ausrottung von Gewalt gegen Frauen haben wir eine Stellungnahme zusammen mit dem Europäischen Parlament und dem Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung veröffentlicht, um zu zeigen, dass wir weiterhin uns also für den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen verschreiben. Und ich freue uns über die Unterstützung des Parlaments, der Parlamentarischen Versammlung. Und es gab dann also 16 Tage von Aktivitäten nach diesem Tag. Und das Netzwerk hat also viel getan. Und wir hatten auch Gäste, also auch die Generalsekretärin des Europarates und auch andere haben sich engagiert über die sozialen Netzwerke. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Netzwerk wäre es wirklich sehr schön, wenn man vielleicht etwas mehr morgens und abends Zeit widmen könnte, um zu schauen, was läuft da an Arbeit. Also dieses Nebengeräusch ist für die Verdolmetschung sehr schwierig. Also um zu zeigen, was da geschieht und selber vielleicht auch was zu posten. Und wir haben also seit der Istanbuler Konvention gab es auch Angriffe gerade in Bezug auf die geschlechterspezifische Ausrichtung. Aber wir können noch sehr viel mehr tun, um unsere Arbeit auch hier zu promoten. Es gab also einige Angriffe aufgrund von Fehlinterpretationen und Missverständnissen, als ob man den Frauen anderen Schutz als den gegen Gewalt verwehren wird. Und eben dieser geschlechterbasierte Ansatz wurde kritisiert, als würde das die Rechte der Frauen eher beschädigen. Und die negativen Haltungen haben zugenommen. Es gab einen Rückschritt auch in mehreren Mitgliedstaaten des Europarates, auch von meinem eigenen Staat. Als Generalberichterstatterin über Gewalt gegen Frauen und Koordinatorin des Netzwerkes rufe ich alle Mitgliedstaaten des Europarates auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Istanbul-Konvention zu unterzeichnen und zu ratifizieren und sicherzustellen, dass Frauen und Mädchen geschützt werden von jedweder Form von Gewalt. Ich darf Sie noch einmal begrüßen, werden wir Gelegenheit haben, verschiedene Themen im Zusammenhang mit dem Kampf zu diskutieren, um alle Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen auszurotten und auch die Istanbul-Konvention auf internationaler Ebene zu fördern. Und dieses Generation Equality Forum und Frankreichs sehr positiver Ansatz möchte ich ausdrücklich begrüßen, also was die universelle Verbreitung der Istanbul-Konvention betrifft. Das Handbuch für Parlamentarier für die Istanbul-Konvention wird auf diesem Forum präsentiert.
Wir hören heute auch Frau Botschafterin Delphine O., Generalsekretärin des Forums. Und Sie haben, also in dem Handbuch, das soll auch wirklich in jedem Land ausdrücklich verbreitet werden. Und nutzen Sie bitte auch Ihre Verbindungen und Vollmachten. Das Handbuch ist ein wichtiges Instrument, gerade um Fehlinterpretationen auszuräumen, was die Konvention betrifft, und auch um die Parlamentarier und Parlamentarierinnen in ihrem Auftrag zur Verteidigung der Konvention und ihrer Standards zu befähigen, mit guten Instrumenten und Hand- und Werkzeug. Botschafter Nordström wird die Sitzung als eröffnend, und zwar mit Ausführungen über die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die Istanbul-Konvention. Und wir werden Erfolgsmethoden diskutieren können, die während der zweiten Covid-Welle es sich herauskristallisiert haben im Kampf gegen Gewalt gegenüber Frauen. Und dieser Bericht wurde erstellt von Frau Stienen und zeigt uns auch vielversprechende Lehren für die Zukunft, ohne dass wir hier die Menschenrechte außer Acht lassen. Die Gewaltopfer müssen berücksichtigt werden, und zwar koordiniert und gesamtheitlich. In der ersten Corona-Welle zum Beispiel ist es dazu gekommen, dass die Rechte der Frauen in Mitleidenschaft gezogen wurden aufgrund fehlender Vorbereitung und fehlender Mittel, um die Risiken der Gewalt zu beseitigen. Die Abgeordneten der Parlamentarischen Versammlung und andere interessierte Seiten, internationale Ansprechpartner und auch das Allgemeine, die Öffentlichkeit müssen Möglichkeiten haben, um sich zu vernetzen und sich hier auch auszutauschen. Und solche Online-Veranstaltungen sind eine wertvolle Möglichkeit zum Austausch, auch zur Einbeziehung der Zivilgesellschaft und aller möglichen Organisationen, um gemeinsam sich diesem Kampf zu verschreiben, zusammen mit hochrangigen Gästen. Die Verwendung der neuen Technologien und Formate sowie auch die Beharrlichkeit der Abgeordneten im Kampf für die Menschenrechte, für die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit haben es möglich gemacht, unsere Arbeit reibungslos fortzusetzen. Ich danke hier nochmal allen, die daran mitwirken. Denn es ist nicht einfach, das alles so schnell zu erlernen. Ich freue mich auf die heutigen Diskussionen, auf das Treffen und auch darauf, Erfolgsmethoden zu hören und was wir tun können im Kampf gegen Gewalt und zur Förderung der Ratifizierung der Istanbul-Konvention durch alle Mittel, die wir als ParlamentarierInnen zur Verfügung haben. Diese Beiträge werden wichtige Informationen geben für das Netzwerk und für die Abgeordneten, die sich dem Kampf gegen Gewalt gegenüber Frauen in ihrem eigenen Land und international verschrieben haben. Und unser Ausschusstreffen, da haben wir uns darauf verständigt, dass wir noch mehr Personen anwerben müssen. Also dieses Netzwerk muss noch aufgestockt und verstärkt werden. Jetzt leite ich gleich über zum vierten Punkt, wie ich bereits sagte. Das sehen Sie auch in der Tagesordnung, Generation Equality Forum 21. Und ich freue mich sehr, noch einmal die Gäste zu begrüßen. Ich erteile der Botschafterin Delphine O., Generalsekretärin des Generation Equality Forum 21 vom französischen Außenministerium das Wort. Und dieses Forum wird in Paris 2021 stattfinden. Und sie ist begleitet von der neuen ständigen Vertreterin Frankreichs, Botschafterin Marie Fontanelle, die am 1. September ihr Amt antrat. Ich darf beide begrüßen zur Parlamentarischen Versammlung und auch zu unserer Netzwerksitzung heute, und hoffe, dass wir uns auch bald persönlich kennenlernen können. Ich wünsche uns eine sehr konstruktive Veranstaltung. Und Frau Botschafterin, Sie müssten jetzt ums Wort bitten. Dankeschön. Und noch einmal Grüße an alle. Bonjour, Madame la Présidentin. Na, guten Tag, Frau Präsidentin, können Sie mich hören?
Ausgezeichnet. Ich möchte gerne Französisch sprechen. Wir haben ja Dolmetscher zur Verfügung. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Vielen Dank, Frau Vorsitzende des Netzes von Parlamentariern über das Recht der Frauen, gewaltfrei zu leben. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken für die Einladung, hier zu Ihnen zu sprechen. Gerne wäre ich persönlich nach Straßburg gekommen, genauso wie ich auch vor 2 Wochen gerne in Straßburg gewesen wäre. Da habe ich einen virtuellen Besuch abgestattet im Europarat 2 Tage lang. Also ich hatte bereits die Möglichkeit und das Glück, mich mit Ihnen austauschen zu dürfen, mit Ihnen, Frau Vorsitzende, und einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Und ich freue mich, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, das Forum der Generationen hier vor dem parlamentarischen Netz vorstellen zu dürfen. Ich werde versuchen, mich so kurz wie möglich zu fassen in meinem Vortrag, damit wir hinterher auch Fragen und Antworten noch stellen können, beziehungsweise Antworten geben können. Also ich bin Botschafterin für Frauenrechte der französischen Regierung und ich bin Generalsekretärin des Forums Generationengleichheit. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie bereits etwas gehört haben von diesem Forum, entweder im parlamentarischen Netz oder aber auch über Ihre nationalen Behörden. Das ist der größte diplomatische Gipfel für Frauenrechte und Gleichstellung zwischen Männern und Frauen seit der Konferenz von Peking 1995. Dort wurde die Erklärung und die Aktionsplattform von Peking geschaffen. Dieses Forum für Generationengleichheit ist zurückgehend auf die Initiative der UNO Frauen und wird gemeinsam ausgerichtet von den Regierungen Frankreichs und Mexikos. Also wir haben einen Mitgliedstaat des Europarates und einen Beobachterstaat des Europarates. Diese große gesellschaftliche Bewegung hätte 2020 stattfinden sollen, um den 20. Jahrestag der Konferenz von Peking feierlich zu begehen. Aber wegen der Pandemie wurde das auf das nächste Jahr verschoben. Und es sind 2 Phasen vorgesehen. Vom 29. bis 31. März findet das Ganze in Mexiko statt und dann im Juni in Paris, also im Juni 2021. Wir werden demnächst auch die genauen Termine kundtun können. Was ist nun die Daseinsberechtigung? Was ist der Hintergrund dieses großen diplomatischen Forums Generationengleichheit? Zunächst einmal geht es darum, die 25 Jahre Fortschritt zu feiern. Aber unglücklicherweise, Frau Vorsitzende, Sie haben es ja gesagt, wir wollen auch auf Rückschläge hinweisen seit 1995 bei der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen und auch bei Frauenrechten. Es gab leider Rückschläge, es gab natürlich Fortschritte, Zugang zu Bildung, zum Gesundheitswesen, zu politischer Verantwortlichkeit, auch zu wirtschaftlichen verantwortlichen Positionen. Aber seit einigen Jahren sehen wir leider auch, dass Frauenrechte immer stärker angegriffen werden, systematisch angegriffen werden im politischen, wirtschaftlichen, sexuellen und Reproduktionsbereich, aber auch im sozialen und Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Das erste Ziel dieses Forums, organisiert von der UNO, besteht also darin, Bilanz zu ziehen über die letzten 25 Jahre. Aber es reicht ja nicht, einfach nur Bilanz der Vergangenheit zu ziehen. Vielmehr muss man auch versuchen, die Zukunft zu gestalten. Das zweite Ziel des Forums besteht also darum, eine Art Fahrplan zu entwickeln für die 5 bis 10 Jahre, die vor uns liegen. Ein Fahrplan, der jetzt nicht unbedingt einen neuen Text zugrunde legen möchte oder eine neue Konvention oder einen neuen internationalen Vertrag. Vielmehr geht es um konkrete Maßnahmen, um konkrete Handlungsprogramme, die wir im Juni 2021 in Paris auf den Weg bringen wollen für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Dort sollen diese dann umgesetzt werden. Warum reicht es nicht, eine neue Konvention oder einen neuen internationalen Vertrag aufzulegen? Wir haben gemeinsam mit den Vereinten Nationen geschlossen, dass die internationalen Instrumente zum Schutz der Frauenrechte bereits existieren. Wir haben zum Beispiel die Konvention von Istanbul für den Europarat und darüber hinaus. Darauf möchte ich noch zurückkommen. Es gibt unterschiedliche Konventionen gegen Diskriminierung von Frauen. Es gibt auch die Plattform und die Erklärung von Peking. Es gibt zahlreiche internationale Verträge und Artikel, die dazu dienen, die Frauenrechte zu schützen und zu verteidigen. Was jedoch heute fehlt, das sind die Handlungsinstrumente, die Instrumente, die nötig sind, um die theoretisch gewährleisteten Rechte tatsächlich auch umzusetzen. Denn diese werden in der Praxis eben nicht umgesetzt. Deshalb
möchte dieses Generationengleichstellungsforum mit unterschiedlichen Handlungsträgern, Vereinten Nationen, Frankreich, Mexiko, Mitgliedstaaten, aber auch die, insbesondere auch die Mitgliedstaaten der UNO, dann zivilgesellschaftliche Organisationen, Verbände. Auch der Privatbereich ist mit eingebunden. Große Unternehmen, die sich einsetzen für Gleichstellung und unterschiedliche Stiftungen, Jugendstiftungen, Vertreter der Welt, der Kultur, der Gesundheit und des Sportes. Also wie gesagt, ein Forum mit zahlreichen Handlungsträgern. Und deshalb haben wir uns hier zusammengeschlossen zu Handlungskoalitionen. 2021 haben wir 6 Handlungskoalitionen zu prioritären Bereichen, und zwar Kampf gegen geschlechterbasierte Diskriminierung, Recht auf wirtschaftliche Gerechtigkeit, Platz der Frauen beim Kampf gegen den Klimawandel, Rolle der Frauen bei Technologie und Innovation, Gesundheitsrechte und Reproduktions- und Sexualrechte und die feministische Bewegung. Dann haben wir noch ein 7. Thema hinzugefügt. Das wird in einem separaten Mechanismus abgehandelt. Da geht es um Frauen, Frieden und Gerechtigkeit. Denn dieses Jahr haben wir auch den 20. Jahrestag der Resolution 1325. Diese 6 Handlungskoalitionen haben wir, und da haben wir schon unterschiedliche Akteure zusammengebracht. Staaten, multinationale Organisationen, zivilgesellschaftliche Verbände und Vereinigungen, Unternehmen, die sich freiwillig gemeldet haben und ihr Interesse bekundet haben, sich in einem der Themenbereiche zu engagieren. Wir nennen diese die Leader, die Führungskräfte der Koalition. Diese haben sich bereits an die Arbeit gemacht, und ich freue mich, dass 12 der Mitgliedstaaten des Europarates bereits solche Führungskräfte, solche Leader sind. Es sind Deutschland, Armenien, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Island, Nordmazedonien, Norwegen, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Schweden. Darüber hinaus möchte ich noch 2 weitere Staaten anführen, Beobachterstaaten des Europarates, nämlich Kanada und Mexiko. Das heißt, 14 Staaten insgesamt haben sich bereits engagiert im Forum für Generationengleichheit. Es wurde schon Brainstorming mit den anderen Leadern eingeleitet. Im Juni 2021 wollen wir in Paris dann einen konkreten Fahrplan vorgelegt bekommen mit kollektiven multilateralen Maßnahmen zur Umsetzung der Frauenrechte beim Kampf gegen geschlechterbasierte Diskriminierung, Kampf gegen Klimawandel, Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Also einen ganz konkreten Fahrplan mit Finanzierung und mit einer Rechenschaftspflicht über 5 Jahre mit Zielen, die für das Jahr 2026 angelegt sind. Darüber hinaus haben wir eine Plattform, die Synergien entfalten soll und auch Finanzmittel mobilisieren soll, sowie auch politisches Engagement hervorbringen soll für diese Resolution 1325. Heute möchte ich die anderen Mitgliedstaaten des Europarates ansprechen, die bisher noch nicht sich engagiert haben in diesem Forum. Bitte bringen Sie sich auch ein. Es wird ein historischer Zeitpunkt sein. In 25 Jahren gab es keine UNO-Konferenz für Frauenrechte. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist das tatsächlich ein Skandal. Es ist so, als gäbe es beim Klima seit 25 Jahren keine Vertragsstaatenkonferenz mehr. Für die internationale Gemeinschaft ist es wichtig, sich zu treffen, um Bilanz zu ziehen über Fortschritte, aber auch über Rückschritte, aber insbesondere um für die nächsten 5 bis 10 Jahre, um der Zukunft einen neuen Impuls zu verleihen, insbesondere in Anbetracht dessen, was Sie beschrieben haben, Frau Vorsitzende, nämlich immer mehr Angriffe auf Frauenrechte, auch Angriffe auf Texte und internationale Konventionen, die teilweise unterzeichnet und ratifiziert wurden und die jetzt wieder in Frage gestellt werden. Das ist auch unser Ziel im Rahmen unseres Forums für Generationengleichheit. Wir wollen keine neuen internationalen Texte erarbeiten, auch kein neues Rechtsinstrument. Aber unser Ziel besteht darum, die existierenden Rechtsinstrumente zu fördern, wie zum Beispiel die Aktionsplattform und die Erklärung von Peking, aber auch die Istanbul-Konvention. Sie wissen es, und meine Kollegin, die ständige Vertreterin Frankreichs beim Europarat, ist ja ebenfalls hier in dieser Sitzung anwesend. Frankreich hat sich sehr stark engagiert für die Ratifizierung der Istanbul-Konvention, aber insbesondere auch für die
Ausdehnung auf eine universelle Konvention. Wir haben diese Arbeit fortgesetzt. Wir werden die Arbeit auch weiterhin fortsetzen. Frankreich geht nach wie vor davon aus, dass die Istanbul-Konvention nicht nur ein wertvolles Instrument ist, sondern das wichtigste, das ausgefeilteste und das fortschrittlichste Instrument bei der Verteidigung von Frauenrechten und beim Schutz vor geschlechterbasierten Diskriminierungen. Wir haben das insbesondere auch im Lockdown und wegen der Pandemie noch einmal gesehen. Die Anzeigen wegen Gewalt gegen Frauen sind exponentiell angestiegen und diese latente Pandemie, so sagt ja der Generalsekretär der UNO, diese latente Pandemie, die gibt es immer mehr, die breitet sich immer mehr auch aus. Der Europarat, aber insbesondere die Parlamentarische Versammlung, sollte sich mit einbringen in unser Forum. Sie sind die regionale und multilaterale Organisation, die am stärksten repräsentativ ist, also außerhalb der Europäischen Union, deren Mitglied Frankreich ist. Der Europarat ist weiter ausgedehnt und die PVER hat auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen außerhalb der Grenzen des Europarates durch Schritte zur Universalisierung der Istanbul-Konvention. Die erste Koalition, die ich anführte, das ist die Koalition für den Kampf gegen geschlechterbasierte Gewalt. Hier haben wir uns bereits angepasst an die Zielsetzung der Istanbul-Konvention. Ich habe bereits mit der Vorsitzenden vor 2 oder 3 Wochen einen Austausch geführt, auch mit dem Vorsitzenden der Parlamentarischen Versammlung. Ich habe mich auch mit dem Ausschuss für Gleichheit und Nichtdiskriminierung ausgetauscht, auch mit Grevio und vielen anderen Gremien des Europarates. Und ich habe meinen Wunsch und auch meine Einladung geäußert, dass die PVER doch unserer Koalition beitreten möge, also unserer Koalition gegen geschlechterbasierte Gewalt. Denn die Liste der Länder oder der Organisationen ist natürlich nicht abgeschlossen. Wir akzeptieren noch Mitglieder, die für diese Handlungskoalitionen, die sich einbringen können und auch Verpflichtungen eingehen können. Denn das ist natürlich die Vorbedingung bei der Teilnahme an diesem Forum. Es geht nicht darum, schöne Reden zu schwingen in Paris oder in Mexiko. Es geht tatsächlich auch, konkrete Schritte unterzunehmen. Und ich würde mir wünschen, dass die PVER ebenfalls ihren Platz finden kann in diesem Forum. Das ganz kurz umrissen, worum es geht bei diesem Forum. Praktisch gesehen, für diejenigen, die interessiert sind, Ende März wird das Ganze virtuell in Mexiko stattfinden. Wahrscheinlich wird das Ganze im Juni in Paris in einem Hybridformat, also virtuell, aber auch als Präsenzveranstaltung stattfinden, wenn die Bedingungen dies zulassen. Der Staatssekretär wird auch anwesend sein während dieser Daten. Und darüber hinaus gibt es ca. 100 Parallelveranstaltungen auf der digitalen Plattform. Das wird der größte diplomatische Gipfel unter Schirmherrschaft Frankreichs sein und eines der größten Ereignisse 2021. Wir warten seit 25 und nächstes Jahr dann 26 Jahren darauf. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin natürlich gerne bereit, auf die Fragen der Parlamentarier einzugehen. Thank you very much. Dankeschön. Zunächst einmal für Ihre Begeisterung, für Ihre Leidenschaft. Ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die davon überzeugt ist, dass das wirklich bei Ihnen in richtigen Händen ist. Es ist aber insbesondere auch wichtig, Botschafterin Fontanelle zu fragen, ob sie noch etwas hinzufügen möchte. Ich habe sie jetzt nicht gesehen auf der Rednerliste. Weiß nicht, wollen Sie sich dazu äußern oder nicht? Ich sehe sie nicht. Doch, ausgezeichnet. Frau Botschafterin, zunächst einmal möchte ich Sie herzlich begrüßen. Ich habe ja bereits gesagt, dass Sie hier ab 1. September tätig sind und Sie haben Ihre Arbeit in der virtuellen Ära begonnen. Aber ich hoffe doch, dass wir uns sehr, sehr bald auch persönlich sehen können. So, bitteschön, Sie haben das Wort.
Ja, danke schön, dass Sie mich hier aufnehmen in diesem Austausch. Ich möchte mich kurz fassen, denn mir ist es insbesondere wichtig, dass auch Fragen gestellt werden können. Ich möchte vielleicht aber jetzt noch mal aus der Warte von Straßburg etwas hinzufügen, wobei ich zum Forum Generationengleichheit nichts hinzufügen möchte. Aber aus der Warte von Straßburg ist das eine neue, schöne Chance, die Koalition gegen geschlechterbasierte Gewalt, aber auch dieses Forum, ist das für uns eine gute Chance, unser Handeln fortzusetzen. Frankreich hat sich ja der Universalisierung der Istanbul-Konvention verschrieben und das wollen wir auch fortsetzen in der Zukunft. Das ist eine neue Gelegenheit, die sich hier bietet, die sicherlich sehr viel ehrgeiziger angelegt ist, aber ich denke, da können wir auch im Rahmen des Forums noch etwas vorantreiben. Der Zeitplan, ja, wir haben jetzt den 10. Jahrestag der Istanbul-Konvention im Mai begangen und dann wird in Mexiko im März eine Veranstaltung stattfinden, dann im Juni in Paris. Also das ist wirklich ausgezeichnet, was den Zeitplan angeht. Gut, damit möchte ich es eigentlich bewenden lassen. Wie Delphine möchte ich auch sagen, dass ich mich freue über den Austausch, den wir mit Ihnen, aber auch mit dem Präsidenten gepflegt haben. Das ist äußerst vielversprechend. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier weitere Fortschritte zeitigen können im Sinne der Frage, dass die Parlamentarische Versammlung auch Mitglied werden könnte des Forums. Aber ich denke, heute haben wir einen weiteren Schritt in diese Richtung unternommen. Wenn wir im Januar das Plenum in Straßburg abhalten, dann habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, Sie persönlich zu treffen, um das Ganze dann noch positiv weiter voranzutreiben. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Es ist meines Erachtens sehr wichtig, dass Sie auch die Möglichkeit hatten, sich hier einzubringen in diese wichtige Arbeit. Und die konkreten Aktionsprogramme zeigen ja, dass Sie versuchen, wirklich alle Themen abzuhandeln, die wichtig sind für uns alle. Sie sprachen ja bereits von der Resolution 1325 und der entsprechenden Zeremonie. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wirklich persönlich feiern können, denn 2020 mussten wir auf viele Zeremonien und feierliche Veranstaltungen verzichten. Also das ist wirklich ein großer Verlust für uns alle. Nicht nur für die Politiker, sondern auch für die zivilgesellschaftlichen Bewegungen. Hoffen wir, dass 2021 ein besseres Jahr werden wird. Sie sprachen auch von der Aktionsplattform von Peking. Das ist für uns auch ein wesentliches Instrument und ich freue mich wirklich über das, was Sie uns gesagt haben zur Istanbul-Konvention. Das ist wirklich das ausgefeilteste Instrument. Ich habe ja immer gesagt, das ist der Goldstandard. Und ich denke, das ist tatsächlich auch so. Das gibt den Menschen, den Frauen insbesondere, die Hoffnung, dass ihr Leben sich ändern kann. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die an dieser Sitzung heute teilnehmen, ich möchte jetzt Sie ansprechen, aber ich sehe jetzt keine Botschaften, keine Nachrichten. Gibt es Kommentare? Gibt es Wortmeldungen? Das wäre eine Frage meinerseits. Ich bin aber absolut davon überzeugt, dass wir wirklich großes Glück haben, hier ein ganz klares Programm zu haben und auch das Engagement der Generalsekretärin Delfino. Gibt es Wortmeldungen? Nein, ich sehe nichts. Kann das Sekretariat mir helfen? Hat sich wirklich niemand gemeldet? Sind alle super zufrieden? Das wäre natürlich auch gut. Ja, bisher gibt es keine Wortmeldungen. Das stimmt. Gut. Was kann ich dann als Vorsitzende anbieten? Es wäre natürlich sehr wichtig, eine interessante und stimulierende Diskussion zu führen, aber vielleicht könnten Sie das Ganze noch einmal auf einer Seite zusammenfassen und ich kann das dann an alle Netzwerkmitglieder weiterleiten. Und ich bin
davon überzeugt, dass die Vorsitzende Petra vom Ausschuss für Gleichstellung und Nichtdiskriminierung dann auch diese Informationen weiterleiten wird als an alle Ausschussmitglieder. Denn Sie sagten ja, es gibt noch die Möglichkeit, beizutreten und mitzumachen. Und das ist meines Erachtens auch sehr wichtig. Aber wahrscheinlich ist am Ende des Jahres einfach eine gewisse Ermüdung hier in der Luft, was schade ist zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema. Deshalb wäre es eben auch doch jetzt wichtig, diese Informationen weiterzugeben. Ich weiß nicht, wäre das vielleicht möglich, das so handzuhaben? Und ich sehe, dass Karina Olsson sich gemeldet hat. Da gebe ich ihr doch mit großer Freude das Wort. Sie ist eine hervorragende Kollegin aus Schweden. Bitte schön, Karina. Freue mich, Sie zu sehen. Ja, danke schön. Danke schön, Sita, für diese Informationen. Sita sagt es bereits. Es wäre gut, einen Überblick auf Papier zu bekommen. Dann könnte ich auch meine Kollegen im Parlament und auch in der Zivilgesellschaft informieren. Denn jetzt gibt es ja in vielen Ländern einen Lockdown und da sind wir eben oft nicht auf dem neuesten Stand. Deshalb wäre es ganz gut zu wissen, was wir in unseren Parlamenten tun können. Und ich habe auch sehr viele Kontakte in der Zivilgesellschaft. Auch in den Kommunen und Regionen bin ich gut vernetzt. Also wenn Sie uns da mehr Informationen zukommen lassen, dann werden wir uns auch noch stärker engagieren und einsetzen. Und Sita sagt das bereits, die Istanbul-Konvention ist aktueller denn je. Gerade jetzt während der Corona-Krise. Und ich hoffe, dass diese Konvention dann auch bei ihren Aktivitäten im Mittelpunkt steht. Also vielen Dank noch einmal für Ihre wertvollen Informationen. Und ich werde im schwedischen Parlament mein Bestes geben. Danke. Vielen Dank. Ich möchte dann noch sagen, dass eine frühere Ministerin Ascher Regner für also die Gleichstellungsministerin ausgezeichnete Arbeit leistet als Nummer zwei in den Vereinten Nationen zum Thema Frauen. Ich habe Anfang Dezember mit ihr eine Konferenz abhalten dürfen und sie ist sehr aktiv und war auch eine feministische Ministerin, Außenministerin und ich denke, das ist auch eine sehr gute Unterstützung, wenn immer mehr Feministinnen in Führungsrollen auch in unseren Regierungen sind. Ich weiß nicht, ob die Vorsitzende Petra Beyer zugeschaltet ist, denn ich denke, es wäre ganz gut, wenn sie diese Idee unterstützen könnte. Es wäre gut zu wissen, wie sie das sieht. Ich kann natürlich als Vorsitzende des Netzwerkes hier ein Schreiben aussenden, aber es wäre ganz gut, wenn wir da vielleicht eine gewisse Anleitung bekommen. Petra Beyer ist leider derzeit nicht in der Lage, sich zuzuschalten, aber wir geben die Frage an Sie weiter und bitten Sie um Ihre Unterstützung für diese Initiative. Herzlichen Dank. Also da können Sie sicher sein, dass Ihre Botschaft auch an der richtigen Stelle ankommt. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, das Netz noch für mehr Abgeordnete zu öffnen. Das bedeutet natürlich auch, dass noch mehr sich einbringen können bei dieser sehr wichtigen Arbeit. Weitere Wortmeldungen sehe ich nun nicht. Deshalb möchte ich jetzt die Generalsekretärin noch einmal fragen. Möchten Sie noch etwas hinzufügen oder reagieren auf das, was Karina Olsen gesagt hat? Ja, ich möchte Sie wirklich noch einmal, möchte mich wirklich noch einmal recht herzlich bedanken für die Einladung. Also Frau Olsen nach Schweden war, das ist auch nicht überraschend, eines der ersten Länder, das dem Forum beigetreten ist. Ich arbeite auch sehr eng mit Anne Berns, der Botschafterin für Frauenrecht in Schweden, aber auch mit der Außenministerin zusammen.
Wir werden Ihnen natürlich gerne die Dokumente über das Forum auf Englisch zukommen lassen und auch die Informationen, die auf dem Website einzusehen sind, also forumofgenerationequality.org. Da können Sie das nachlesen. Und gerne möchte ich auch wieder ab Januar vor Ihnen sprechen, wenn dann diese Endjahresmüdigkeit vorbei ist und wir dann alle wieder gesund und munter zusammenkommen, hoffentlich. Und dann wäre es, wie gesagt, schön, wenn die Parlamentarische Versammlung des Europarates dem Forum beitreten könnte. Und wir wollen das gerne nicht nur, weil Sie 47 Länder vertreten, sondern eben auch 47 Parlamente und somit auch die Völker in diesen Ländern vertreten. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, auch die Parlamente mit ins Boot zu holen in unser Generationengleichheitsforum. Vielen Dank noch einmal. Ich bin natürlich gerne auch bereit, auf Fragen zu antworten, auch per E-Mail. Und Sie können sich natürlich gerne auch an die ständige Vertreterin wenden. Thank you very, very much. So, Dankeschön. Also ich werde auch in meiner Eigenschaft natürlich alles tun, was ich kann. Wir werden das weiterverfolgen und alle Kollegen, die jetzt nicht dabei sein können, das ist natürlich schade, aber wir werden Sie natürlich auch informieren. Und wenn Sie uns vielleicht einen Link schicken können, dann können wir es aufs Facebook posten. Denn das ist eine wirklich wichtige Aktivität. Und ich danke Ihnen auch für Ihr Engagement und als Partner zu diesem Thema. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und auch alles Gute Ihnen und auch der ständigen Vertreterin. Wir werden unseren gemeinsamen Kampf fortsetzen und ich hoffe, dass wir uns auch bald wiedersehen. Ich freue mich sehr, auch weiß also Ihr Engagement zu schätzen. Dankeschön Ihnen auch frohe Festtage. Gut, hervorragend. Also, jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich dem Handbuch für Parlamentarierinnen. Also, es geht um das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, also Istanbul-Konvention. Das ist ja wirklich ein sehr ausgereiftes Instrument, das wir zur Verfügung haben. Und ich werde nun auch wieder auf Floor drucken, um sicherzustellen, dass die Tonqualität ausreichend ist. Ich werde Ihnen sagen, wer jetzt an der Präsentation teilnehmen wird. Frau Nina Nordström, außerordentliche Botschafterin und bevollmächtigte ständige Vertreterin Finnlands, Vorsitzende des Ausschusses der Unterzeichnerseiten der Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Und dann haben wir Herrn Dimitri Oubron von der ALDE-Fraktion Frankreich, Frau Rosa Björk-Brynoldsdóttir Island von der GUE, Frau Beatrice Fresco-Rolfo aus Monaco von der ALDE-Fraktion und Frau Eglantine Giameni aus Albanien, der sozialistische Fraktion. Und Frau Beatrice Fresco-Rolfo war ja wirklich hier auch federführend beteiligt. Und ich danke Ihnen. Auch Eglantina Giameni hat viel Initiativen ergriffen im albanischen Parlament. Ich freue mich sehr auf den Meinungsaustausch. Und ich freue mich auch zu hören von den positiven Methoden, Erfolgsmethoden, Best Practice. Bevor wir auf konkrete Beispiele also wir werden jetzt konkrete Beispiele hören. Im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt.
Und ich bin sehr geehrt, heute Frau Nina Nordström unter uns zu haben. Und sie wird uns informieren über die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die Istanbul-Konvention auf staatlicher und nicht und zwischenstaatlicher Ebene. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu können und danke Ihnen auch für Ihr aktives Wirken in den 16 Tagen. Und ich leite nun an Sie über. Sie werden gleich das Wort bekommen, Frau Nordström. Frau Botschafterin Nordström, Sie müssten das Wort beantragen, elektronisch. Dankeschön. Ja, wir müssen alle immer wieder weiterlernen mit der Technik. Ich mache das auch zum ersten Mal. Liebe Nina, herzlich willkommen in unserem Netzwerk. Excellent. Hören Sie mich prima, wunderbar. Ich danke Ihnen. Frau Vorsitzende, verehrte Mitglieder, und danke für die Einladung zu Ihrer Sitzung. Ich freue mich sehr, dass ein solches Netzwerk existiert. Es geht ja hier um eines der Schwerpunktthemen in puncto Menschenrechte. Ich wurde gebeten, so eine Art Bestandsaufnahme zu machen, einen Impuls zu geben für Ihre Diskussion in Bezug auf das Handbuch für ParlamentarierInnen über die Istanbul-Konvention. Also meine Sichtweise ist also ich werfe einen Blick auf die Regierungsseite und auch auf die zwischenstaatliche Seite. Ich habe 5 Punkte, um darzustellen, wo wir jetzt stehen in Bezug auf die Istanbul-Konvention und die Arbeit zwischen den Vertragsseiten. Und ich werde eingehen darauf, was die ParlamentarierInnen tun können, um die Konvention voranzubringen. Zunächst möchte ich Ihnen Grüße übermitteln vom Ausschuss der Vertragsseiten. Also, wir werden nämlich morgen tagen. Und ich werde dort dann natürlich sehr gerne sagen, dass Sie heute zusammengekommen sind. Die Konvention befindet sich derzeit in einer interessanten Phase ihrer Entwicklung. Im nächsten Jahr, also 2021, wird sich die erste Unterzeichnung zum 10. Mal jähren. Und das wird in Berlin am 11. Mai gefeiert werden. Und zwar gemeinsam, also unter dem deutschen Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates. Und der unabhängige Expertenausschuss, Jake hat ja auch schon in den letzten Jahren viel getan, hat also Bewertungen vorgenommen und Berichte geschrieben. Und morgen werden wir darüber diskutieren. Morgen werden die Vertragsseiten Empfehlungen diskutieren in Bezug auf die letzten Länder, also Andorra, Belgien, Malta und Spanien, die beigetreten sind. Und der Ausschuss wird auch diskutieren darüber, wie die Staatsseiten ihre Überwachung der Umsetzung der Empfehlungen durchführen können. Also ist also die nächste logische Phase, nämlich Peer-to-Peer-Überprüfung ausgehend von Lehren, die bereits gezogen wurden von den Empfehlungen. Und dann soll die Konvention in die nächsten 10 Jahre überführt werden. Und zweitens ist klar, dass trotz der soliden und sehr guten Arbeit der Expertengruppe und der großen Fortschritte in vielen Ländern, dass es weiterhin doch viele Gründe zur Sorge gibt. Die Konvention wird weiterhin beanstandet und die Grundwerte der Geschlechtergleichheit und die Frauenrechte werden in vielen Ländern Europas weiterhin nicht beachtet. Wir brauchen ein starkes Engagement für die Umsetzung der Konvention, denn die Staaten und Regierungen sind ja verantwortlich für die Sicherstellung der Frauenrechte. Und da spielt Ihr Handbuch hinein.
Es stellt sich die Frage, was können ParlamentarierInnen tun, um die Konvention besser durchzusetzen? Und diese Frage ist eine wunderbare. Das Thema Gewalt gegen Frauen ist ja wirklich steht ganz an der vordersten Front der Menschenrechte und was ja hinterfragt wird, also die Begrifflichkeiten, da gibt es sehr viele Fragen und Kritiken. Und daher brauchen wir praktische Instrumente, um Fortschritte machen zu können. Und ich bin mir sicher, dass das Handbuch dafür ein hervorragendes Instrument ist. Wir haben eher hochrangige Konferenzen, bei denen Bewusstseinsbildung betrieben wird. Das haben wir bereits erwähnt. Zusätzlich halte ich für ganz wichtig, dass wir praktische Schritte einleiten. Zum Beispiel entsprechende Gesetzgebung, Gremien mit speziellen Aufträgen, zielgerichtete Finanzausstattung und auch Verstöße Ahndung. Erst dann hört es endlich auf mit dieser Straflosigkeit. Das Handbuch ist meiner Meinung nach wirklich sehr sinnvoll und ich würde auch heute gern mehr von Ihnen dazu hören. Denn es gibt wirklich Anleitung und entspricht auch den praktischen Erfordernissen. Drittens ist das Handbuch in meiner Meinung nach dazu auch dienlich, um zu sagen, worum es bei der Konvention wirklich geht. Wenn manche jetzt argumentieren, dass einzelstaatliche Maßnahmen ausreichend sind und dass verbindliche internationale Verträge nicht notwendig seien, das ist nicht richtig. Kein Land hat bislang das Problem im Alleingang gelöst. Also die umgekehrte Wahrheit ist richtig, meiner Meinung nach. Also die Länder müssen diesem führenden Instrument im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen beitreten. All diejenigen, die dies getan haben, haben Fortschritte erreicht, und zwar verbindliche. Und was noch wichtiger ist, diejenigen, die der Konvention getreten sind gezwungen, ihre Maßnahmen noch besser zu justieren und auch Finanzquellen zu finden, Finanzmittel bereitzustellen für den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. Und wenn behauptet wird, nationale Maßnahmen seien genug, ist ein Affront gegen das Völkerrecht und gegen unser regelbasiertes internationales Modell, unsere Weltordnung. Das hat so lange sich bewährt in so vielen Bereichen. Also, das muss man verteidigen, das lohnt. Und viertens, die US-Abgeordneten haben hier eine Schlüsselrolle, um die Ratifikation voranzubringen. Wir brauchen auch alle Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten, da müssen die Abgeordneten eine führende Rolle spielen. Und wir brauchen eben auch die Nichtmitglieder des Europarates. Und was die Europäische Union betrifft, besteht der Wille nun, also da muss man weiter darauf hinwirken, dass die EU beitritt als solche. Einige Regierungen stellen sich dagegen, aber die große Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten unterstützen dies und auch die EU-Kommissarin ebenfalls. Und abschließend möchte ich Ihnen mitteilen, dass mein Lieblingsteil Ihres Handbuchs, dass das Anhang 1 ist, nämlich die Checkliste für Parlamentarierinnen. Also diese Checkliste sollte man wirklich verwenden. Und Sie sollten der breiteren Arbeit der Menschenrechte wirklich weiter Unterstützung zukommen lassen, also auch Rechtsstaatlichkeit und Zugang zu Gerechtigkeit in Europa. Ich glaube wirklich, wenn die Rechtsstaatlichkeit beherzigt wird, dass dann auch die Frauenrechte und die Geschlechtergleichstellung nur gewinnen können davon. Herzlichen Dank. Also, ich kann nur auf Finnisch Dankeschön sagen. Das ist das einzige Wort, das ich auf Finnisch beherrsche. Und es ist für uns sehr nützlich, wenn Sie uns sagen, was notwendig ist.
Und ich möchte nun auch gleich das Wort an Herrn Ubrun überleiten. Ja, Sie müssten allerdings erst ums Wort bitten, damit ich es Ihnen erteilen kann. Ah ja, Sie sind da, gut. Dann kommt Frau Freskorefer danach dran. Also sehr gern, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende und Generalberichterstatterin und liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich muss auf Floor gehen, glaube ich. Ich glaube, jetzt höre ich mich selbst nicht mehr. Ja, hören Sie mich jetzt? Ja, besser als vorher. Gut. Herzlichen Dank. Also ich wollte Ihnen danken, Frau Generalberichterstatterin, dass Sie mich eingeladen haben zu dieser Sitzung des Parlamentarischen Netzwerks Gewaltfreies Leben für Frauen. Wir haben uns getroffen, als das Handbuch zur Istanbul-Konvention aufgelegt wurde. Und ich möchte einige Gesetzesmaßnahmen und bestimmte Initiativen präsentieren, die in Frankreich darauf abzielen, die Normen der Konvention umzusetzen. Also ich muss hier sagen, dass die französische Regierung sich im Kampf gegen sexuelle und ehrliche Gewalt sehr, sehr engagiert hat in den letzten Jahren. Ich kann also gar nicht alles umfassend darstellen in einem einzigen Referat. Und ich möchte also in meinem Beitrag die Arbeit von Marlene Schiappa begrüßen. Sie seinerzeit Ministerin für Geschlechtergleichstellung und auch Alexander Louis möchte ich nennen, Mitglied des der Bundesversammlung und auch Arne und Jun Fischer und auch andere. Die jüngste Gesetzgebung hat sich ganz stark bemüht darum, alle sozusagen Felder der Konvention ankreuzen zu können. Also symbolische Gesten waren das, die uns dann in ein Verfahren gebracht hat, um wirklich effizient gegen die sexuelle und häusliche Gewalt, also diese Geißel, vorzugehen. Wichtig ist hier die Vorbeugung. Und zwischen dem 3. November und 25. November 2019 hat die Regierung eine Art Generalstände eingeführt, also einen Bürgergipfel, um neue Maßnahmen zu erlassen und auch um eine Bestandaufnahme zu machen der Tools, die gut funktionieren, der Mittel, die verstärkt werden sollten oder jener, die nicht verwendet werden. Ziel war dabei, alle örtlichen Akteure, also die Präfekten, die Mandatsträger, Abgeordneten, die Sicherheitskräfte, die Unternehmen, die Vereine, aber auch die Bürger zu mobilisieren und zu sensibilisieren und insbesondere vor allem auch die Opfer. Nach diesen Koordinierungen, nach diesen in verschiedenen Kreisen durchgeführten Konsultationen wurde das Ergebnis der Regierung und den Parlamentariern übermittelt. Und die waren auch gerufen, sich zu mobilisieren, um Gesetzesbestimmungen und regelpolitische Bestimmungen anzuberaumen. Das war also wirklich eine Schlagkraft, dieses sogenannte Grünell, wie wir das nennen, dieser Gipfel. Und also das war ist dann sehr dringend. Und wir haben also auch eine Maßnahme, die sogenannte, vorher gab es nur 8%, die auf dem Laufenden waren von dieser Prävention. Und am Ende hatten wir 59% der Bevölkerung. Das entspricht Artikel 24 der Istanbul-Konvention, nämlich Telefon-Hotline, von der dann eben 59% Kenntnis hatten. Das ist die 3939, die Nummer. Und also zu wirren Zeiten, turbulenten Zeiten, wie jetzt gerade mit Covid-19, ist das besonders wichtig, denn und hier haben sich auch zum Beispiel die Großhändler mobilisiert, die Supermärkte, um Alarmsysteme auch zu kommunizieren, indem zum Beispiel die 3919, diese Nummer auf den Kassentickets, Kassenbons steht, mit spezifischen Botschaften für Frauen, also an der Kasse, damit diese Frauen wissen, was sie tun können. Und diese Maßnahmen führen natürlich dann auch dazu, dass es Frauenhäuser, Frauenaufnahmestellen gibt,
und dass auch finanzielle Unterstützung für die Opferverbände bereitgestellt wird, über zum Beispiel, dass man Wechselgeld an der Kasse lässt oder auch Lebensmittel mitkauft für Betroffene. Und das entspricht auch Artikel 19 der Konvention. Und was den Kampf gegen Gewalt, sexuelle und sexistische Gewalt betrifft, da möchte ich nennen das Gesetz vom 3. August 2018 zur Ahndung dieser Gewalttaten. Und das entspricht dem Artikel 58 der Istanbul-Konvention. Und dieser Text verlängert die Verjährungsfrist für Delikte gegen Minderjährigen von 20 auf 30 Jahre. Und ein Opfer kann bis zu seinem 48. Lebensjahr klagen. Und damit hat es auch mehr Zeit, um Anzeige zu erstatten und zu erwirken, dass der Täter geahndet wird, vor allem bei Inzest und wenn das dann zu einer traumatischen Amnesie geführt hat. Und dieses Gesetz verstärkt unser juristisches Arsenal, um Vergewaltigung und sexuelle Aggression gegenüber Minderjährigen unter 15 Jahren abzustrafen. Das Strafgesetzbuch hat nun auch den Tatbestand geschaffen von Vergewaltigung oder Nötigung oder Überraschung, also als Tatbestände eingeführt, um auch einzuräumen, dass ein Minderjähriger nicht alle Möglichkeiten hatten, um sich zu wehren. Und das entspricht auch Artikel 34 und 40 über Belästigung, sexuelle Belästigung und Nötigung. Und das Gesetz 2018 erweitert die Definition um Online-Belästigung, denn da gab es ein Rechtsvakuum. Da werden auch die digitalen Shitstorms geahndet, also wenn mehrere sich an jemanden abreagieren und es gibt nun auch den Straftatbestand der Beschimpfung auf der Straße, öffentlichen Beschimpfung. Und da muss zum Beispiel wird jetzt auch darauf verzichtet, dass das wiederholt geschehen muss, um strafbar zu werden. Beim Kampf gegen häusliche Gewalt wurden zwei Gesetze verabschiedet. Erstens vom 28. September 2019 zum Kampf gegen Gewalt in der Familie gegenüber den Frauen und auch gegen Frauenmord. Und das entspricht Artikel 53 der Konvention. Dieses Gesetz schlägt fest, dass spätestens nach 6 Tagen der Familienrichter eine Schutzverfügung erlassen muss. Damit kann der Richter die Realität aktenkundig machen und unverzüglich den Schutz des Opfers sicherstellen kann mit Schutzmaßnahmen, zum Beispiel, dass der gewalttätige Partner außer Haus gehen muss und dass er ansonsten auch ins Gefängnis kommt oder dass er keine Waffe tragen darf. Der Text von 2019 sieht vor, dass das Opfer, wenn es wünscht, in der ehemaligen Wohnung bleiben darf. Und wenn es weggeht, das darf es experimentell 3 Jahre lang finanzielle Hilfe beziehen, um eine neue Wohnung zu finden. Also da wird die Bürgschaft übernommen, die Kaution oder die ersten Mietmonate werden vorgestreckt. Das gehört also auch zum Schutz der Opfer, also nach der Istanbul-Konvention. Also wenn ein gewalttätiger Partner sich nicht mehr der Frau nähern darf, das muss überprüft werden durch eine elektronische Fußfessel oder Armfessel. Und es gibt auch ein Telefon für diese Opfer, also das nennt sich Lebensgefahr. Und da kann man ein Signal senden, wenn der Täter diese Regel nicht einhält. Dann ein Gesetz vom 30. Juni 2020, da geht es vor allem um die Umsetzung der Arbeiten der Bürgerkonsultation, die ich vorhin erwähnt habe. Das entspricht Artikel 31 der Konvention. Und hiermit kann zum Beispiel der gewalttätige Familienmitglied kann daran gehindert werden, seine Kinder zu sehen. Und wenn es im Ehepaar
Gewalttaten gab, dann wird der Täter, kann der auch im Strafregister festgehalten werden, es sei denn, es wird anders verfügt. Und bei schlimmeren Vergehen gibt es eben die Belästigung als erschwerenden Umstand und wenn es zum Beispiel zu Vermittlungen und Schlichtungen kommt. Dieses Gesetz bemüht sich, die Sanktionen gegen die Täter zu verschärfen und auch das zu verfügen, dass zum Beispiel die Nachkommen, die Kinder oder Geschwister nicht mehr ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen müssen, wenn der Vater, also wenn der Elternteil pflegebedürftig wird. Und zum Beispiel auch die Nötigung, dass jemand dann Selbstmord macht, weil er bedrängt wird, und das ist auch strafbar geworden. Ich möchte noch verweilen kurz auf diesem Gesetz von Juni 2020. Dies ist möglich geworden durch den Druck der Gesellschaft. Und die Istanbul-Konvention sieht vor, dass die Vertragsseiten die notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit Vertraulichkeitsregeln, die durch das interne Recht bei bestimmten Fachkräften kein Hindernis sein dürfen für die Möglichkeit, unter geeigneten Umständen den zuständigen Stellen eine Meldung zu erstatten, wenn die Annahme besteht, der begründete Verdacht besteht, dass es Verstöße gegen diese Konvention, gegen die Istanbul-Konvention bestehen, durch gravierende Verletzungen. Dieses Gesetz entspricht also der Konvention. Jetzt ist das Mikrofon weg. Also da wird eben dafür gesorgt, dass auch akute Gefahr für die An- und Familienmitglieder hier vorgebeugt wird. Und das Opfer, dessen Einwilligung muss eingeholt werden. Eine letzte Sache möchte ich noch erwähnen, die kürzlich verabschiedet wurde. In Frankreich wie auch in anderen Ländern sind die Menschen mit wenigen, geringen Einkommen, werden also teilweise oder völlig übernommen, staatlich, also die Rechtshilfe wird übernommen. Und diese Hilfe ist grundsätzlich auch für Opfer von ehelicher Gewalt verfügbar. Also und zwar ex ante und nicht ex post. Und man muss erst zurückerstatten, wenn man genügend Ressourcen hat. Also damit die Opfer sofort handeln können und nicht abwarten muss. Denn manchmal ist es auch so, dass zum Beispiel die Opfer keinen Zugang zum Ehekonto mehr haben, weil der Ehepartner dafür gesorgt hat, dass dies gesperrt wurde. Also, ich bin überzeugt, dass diese Mittelausstattung dafür sorgen wird, dass die Konvention lebt. Frankreich hat in 2 Jahren 3 wesentliche Texte verabschiedet, die von ihrer Masse her auch wirklich zwingen zu handeln. Und der Gesetzgeber hofft, dass Frankreich hier auch gegenüber den Partnern seine Verspätung einholt und wettmacht. Ich danke Ihnen noch einmal, dass ich diese Punkte darstellen konnte, die Entwicklung in Frankreich. Und ich möchte Ihnen für 2021 allen das Allerbeste wünschen, in der Hoffnung, dass die Arbeit normal wieder fortgesetzt werden kann und dass wir auch weiterhin die Rechte der Frau voranbringen können und schützen können vor jedweder Form von Gewalt. Dankeschön. Thank you very much for your. Ja, herzlichen Dank für Ihr einzigartiges Engagement und für Ihren Beitrag. Also Frankreich hat ja wirklich schon sehr viel bewegt und getan. Also vielen Dank dafür und danke auch, dass Sie sich auf Kapitel 5.2.1 des Handbuches konzentriert haben und hier wirklich auch gute Erklärungen gegeben haben. Jetzt möchte ich Rosa Björk-Brynjolfsdóttir gerne das Wort erteilen. Aber ich habe Sie jetzt noch nicht gesehen auf der Rednerliste. Ich weiß nicht, ob sie schon ums Wort gebeten hat. Das wäre gut. Sie wird uns berichten über bewährte Verfahren, über die Verwendung des
Handbuchs in Island. Also ich kann nur hoffen, dass sie zugeschaltet ist. Ja, ausgezeichnet. Hier sehe ich sie ausgezeichnet. Bitte schön, Sie haben das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schön, Sie wiederzusehen. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu dieser Veranstaltung, die meines Erachtens von großer Bedeutung ist, insbesondere in Zeiten einer weltweiten Pandemie. Das ist wirklich sehr schön, jetzt hier zu Ihnen sprechen zu können aus einem dunklen Wintermorgen in Reykjavik in Island. Was die nordischen Länder angeht in Skandinavien, diese werden ja oft gelobt, was die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in unterschiedlichen Bereichen angeht. Bestehen die nordischen Länder aus Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und Island. Diese haben immer eine starke Repräsentation von Frauen in politischen Institutionen gehabt. Die nordischen Länder sind immer noch ganz oben in der Rangfolge der Geschlechtergleichstellung. Und ab 2020 haben Island, Norwegen, Finnland und Schweden auch einen Platz ganz oben auf der weltweiten Index zu unterschiedlichen Themen, Kriterien, die zum Beispiel die Bildung, Gesundheit, und so weiter angehen. Die nordischen Länder schneiden gut ab, was die Geschlechtergleichstellung in der Politik, aber auch in der Bildung und auf dem Arbeitsmarkt angeht. Aber es gibt doch unterschiedliche Punkte, bei denen die Dinge auch nicht perfekt sind in den nordischen Ländern, obwohl wir in sehr vielen Bereichen der Gesellschaft weit fortgeschritten sind. Und wir stehen vor ständigen Herausforderungen, zum Beispiel viele häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt, geschlechterbasierte Gewalt und Belästigung. Und wir haben auch noch zahlreiche andere Hemmnisse zu beseitigen. Ja, also die nordische Realität sieht so aus, dass 22% der Manager Frauen sind und Frauen verdienen immer noch 40% weniger als Frauen im Schnitt. Wir haben auch sexuelle Belästigung. Das hat sich in der MeToo-Bewegung gezeigt. Und das Ausmaß an sexueller Gewalt, häuslicher Gewalt, ist immer noch zu groß. Es gab keine richtige, nicht die richtige Entwicklung, obwohl Island hier doch besser abschneidet als viele andere Länder in diesem Aspekt. Heute wollen wir ja über die Erfahrungen zu unterschiedlichen Aspekten der Anwendung der Regeln zur Vermeidung der Gewalt gegen Frauen beleuchten. Wir wollen über Erfahrungen berichten in Bezug auf die Umsetzung der Bestimmung der Istanbul-Konvention. Deshalb ist es meines Erachtens sehr wichtig, dieses Handbuch über die Umsetzung der Istanbul-Konvention zu haben für die Parlamentarier. Wir müssen uns auch immer vor Augen führen, dass das eine praktische Ressource, eine praktische Quelle ist für die parlamentarische Arbeit, unabhängig davon, ob die Länder diese Konvention bereits ratifiziert haben oder noch ratifizieren müssen. Also das ist ein gutes Instrument, um die Abgeordneten in Europa zu unterstützen, eine aktive Rolle bei der Umsetzung der Konvention zu spielen. Darüber hinaus ist das auch ein wichtiges Instrument für die Abgeordneten. Diese können damit auch ihre legislative Kontrollfunktion besser ausüben, um häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen zu vermeiden. Ein Beispiel hierzu. Obwohl Island hier gut abschneidet bei der Geschlechtergleichstellung, aber wir haben die Istanbul-Konvention erst 2011 unterzeichnet, aber bis 2018 hat das gedauert, sie zu ratifizieren. Deshalb müssen wir uns immer selbst vor Augen führen, dass wir internationale Standards und Konventionen haben, die wir eben auch mit Leben erfüllen müssen und denen wir gerecht werden müssen. Zu den Artikeln 3 und 4 der Konvention, da möchte ich Ihnen ein persönliches Beispiel dazu geben, wie man als Abgeordneter den legislativen Status und die Plattform verwenden kann, um die Istanbul-Konvention umzusetzen. Vor einigen Wochen und als Reaktion auf das schockierende Urteil des Verfassungsgerichtes in Polen über weitere Einschränkungen von Abtreibungsrechten habe ich im isländischen Parlament eine Entschließung eingebracht, um sicherzustellen, dass die isländische Regierung
Abtreibungsrechte für Frauen aus dem Ausland fördern und nicht verhindern möchte, so dass Frauen reisen können und Abtreibungsrechte in Anspruch nehmen können, wenn die Abtreibungsrechte in ihrem Land eingeschränkt werden. Diese Entschließung ist auf großes Interesse gestoßen in Island und in Polen. Ich habe große Unterstützung erfahren im Parlament mit dieser Entschließung. Ein Drittel der isländischen Parlamentarier haben sich mir angeschlossen in dieser Entschließung. Und das zeigt, wie groß die Unterstützung für Frauenrechte ist. Das hat uns auch die Möglichkeit gegeben, darüber zu sprechen und das Bewusstsein für die Istanbul-Konvention zu schärfen und zu zeigen, wie wir das als mächtiges Instrument verwenden können. Dadurch können wir insbesondere auch die Kenntnis der Parlamentarier verstärken in Bezug auf die Istanbul-Konvention. Wir müssen ihnen zeigen, wie sie dieses Instrument verwenden können, um Gewalt gegen Frauen zu vermeiden und auch häusliche Gewalt zu vermeiden. Ein weiteres Beispiel, wie wir die Istanbul-Konvention in unserer eigenen Arbeit, in unserem Parlament nutzen können, ist die Reaktion auf Covid-19 und die Geschlechterfragen. Wir alle sind eben mit der Tatsache konfrontiert, dass während dieser Pandemie Frauen mehr leiden als andere. Es hat sich gezeigt, dass die häusliche Gewalt in vielen Ländern angestiegen ist und Frauen tragen mehr Last, wenn es um die Hausarbeit geht oder die Betreuung von Kranken und Älteren. Diese Situation muss rasch gelöst werden, und zwar von den Parlamenten, aber auch auf Regierungsebene. Eine der Reaktionen auf diese Situation in Island bestand darin, die offizielle Finanzhilfe für Frauenhäuser auszubauen und eine Sensibilisierungskampagne auf den Weg zu bringen. Aber sehr viel mehr muss getan werden, denn die Pandemie hat natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen auf Frauen. Auch auf dem Arbeitsmarkt sind Frauen stärker betroffen als Männer, und dadurch wird diese Unausgewogenheit im häuslichen Bereich nur verstärkt. Das ist alarmierend, und wir müssen deshalb entschlossen handeln, um dem entgegenzutreten. Und dann möchte ich vielleicht noch kurz die Rückschritte in Bezug auf Frauenrechte ansprechen, die wir in den letzten 2 Jahren in Europa, aber auch darüber hinaus gesehen haben. Das wurde ja eingangs erwähnt. Wir alle wissen, dass diese Rückschritte gegen Menschenrechte sind, also Menschenrechte von Frauen werden dadurch beschnitten. Und das Ganze hat natürlich auch die Istanbul-Konvention nicht unbeeinflusst gelassen. Der Ratifizierungs- und Anwendungsprozess wurde dadurch verlangsamt. Und wir müssen eben hier achtsam sein, was diese Rückschritte angeht. Die Pandemie kommt noch zu den Rückschritten hinzu, und das Ganze stellt eine gravierende Situation dar. Deshalb möchte ich jetzt am Schluss dieser ausgezeichneten Sitzung noch erwähnen, dass ich im Januar nach Russland eingeladen worden war, um im Namen des Europarates über die Istanbul-Konvention zu sprechen, in einer sehr interessanten Sitzung in Jekaterinburg in Russland. Und ich bin auf sehr viele Hindernisse gestoßen während dieser Sitzung. Und ich muss sagen, ich habe insbesondere nach dieser Reise und nach dieser Konferenz noch sehr viel mehr Sorgen und Bedenken als vorher. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, nicht nur um noch einmal auf die positiven Effekte der Istanbul-Konvention auf das alltägliche Leben von Frauen und Kindern hinzuweisen und auch auf die Geschlechtergleichstellung in unseren Ländern. Ich möchte uns alle noch mal dazu anhalten, Abgeordnete in Ländern wie zum Beispiel Russland und Aserbaidschan zu ermutigen, mitzumachen. Und wir müssen sie über die positiven Auswirkungen der Istanbul-Konvention informieren, und wir müssen diese falschen Ideen aus der Welt räumen, die es gibt in Bezug auf die Istanbul-Konvention. Es gibt ja wirklich gravierende Fälle, auch in Ländern, die wir gut kennen, wie zum Beispiel Polen und Bulgarien, wo die Verfassungsgerichte sehr einschneidende und schockierende Urteile abgegeben haben. Aber das betrifft eben auch Aserbaidschan und Russland. Und deshalb müssen wir sehr viel stärker daran arbeiten, dort auch Menschen davon zu überzeugen, dass die Istanbul-Konvention positive Auswirkungen hat. Ich möchte aber auch nochmal alle an die Tatsache erinnern, dass Frauenrechte uns nie einfach so geschenkt wurden. Wir mussten dafür kämpfen,
Wir müssten ständig dafür kämpfen und wir müssen uns und andere immer an unsere Rechte erinnern. Wir müssen auf die Straße gehen. Wir mussten mutige und auch entschlossene Maßnahmen ergreifen, um Frauenrechte überhaupt zu erreichen, zu erhalten. Und die Situation hat sich nicht geändert. Die Rechte werden uns nie geschenkt werden. Wir müssen immer dafür kämpfen, auch hier in Island. Deshalb möchte ich uns alle ermutigen, wachsam zu sein, achtsam zu sein und auf der Hut zu sein angesichts der Frauenrechte. Während der Pandemie und nach der Pandemie sind diese nämlich stärker gefährdet denn je. Ich freue mich noch auf den restlichen Verlauf der Sitzung und bedanke mich schon mal, dass ich zu Ihnen sprechen durfte. Thank you very, very much. Okay, so thank you. Herzlichen Dank, Rosa. Und es wäre wirklich wunderbar, wenn Sie uns diese Entschließung schicken könnten zur Förderung der Abtreibungsrechte, die Sie erwähnt hatten. Das wäre sicherlich interessant für uns alle. Ich habe auch das verfolgt, was in Polen geschieht. Ich habe viele Freunde dort, die mich auch direkt anrufen. Und ich sage Ihnen, dass das, was da vor sich geht, absolut inakzeptabel ist. Und vielleicht könnten wir auch mal über eine Resolution zu diesem Thema im Europarat nachdenken. Das liegt natürlich im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses. Die Vorsitzende ist Petra. Sie muss die Initiative ergreifen. Ich kann hier nur eine Empfehlung aussprechen. Also für mich ist das wichtig. Das stimmt auch, was Sie sagen. Das ist ein lang andauernder Kampf, wofür unsere Schwestern in den 70er Jahren gekämpft haben. Dafür müssen wir jetzt wieder 2020 kämpfen. Und das ist wirklich enttäuschend. Und das ist so, als würden die Regierungen erklären, dass wir eben nicht ein Bürger der ersten, sondern der zweiten Klasse sind. Also deshalb müssen wir eine klare Botschaft auch an Petra Bayer als Vorsitzende aussenden. Und ich denke, dass eine solche Resolution im Europarat sicherlich eine breite Unterstützung erfahren würde. Ja, vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, wie kalt das in Island ist. Aber in Budapest haben wir so um die 0 Grad. Dankeschön. Und wir werden den gemeinsamen Kampf fortsetzen. Jetzt haben wir die nächste Rednerin zu diesem sehr wichtigen Thema, nämlich Beatrice Fresco-Rolfo. Sie wird sich konzentrieren auf die bewährten Verfahren in Monaco in Bezug auf Kapitel 524 des Handbuchs. Beatrice, ich freue mich wirklich, Sie wieder zu sehen. Ja, also, bitteschön, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Dankeschön, Frau Vorsitzende, auch für Ihre Energie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Istanbul-Konvention ist wirklich für Parlamentarier sehr wichtig gewesen. Sie versuchen ja, die Frauenrechte voranzutreiben. Frauen und Mädchen muss das Recht zugestanden werden, tagtäglich, persönlich, aber auch beruflich bei Ihnen zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit, aber auf der Straße sicher leben zu können. Die Konvention ist der wichtigste Legislativtext zu diesem Thema und ist eine Quelle der Inspiration. Aber der Text muss auch sichtbar gemacht werden können, damit man sich wirklich davon inspirieren lässt. Natürlich ist das insbesondere für Abgeordnete eine gute Aufgabe. Junge Mädchen werden zwangsverheiratet, werden beschnitten. Das ist in unseren Gesellschaften sicherlich nicht akzeptabel. Und das sind nur wenige Punkte. Menschen und Frauen zu schützen vor Gewalt bei ihnen zu Hause und ihnen auch zu gewähren, dass die öffentlichen Behörden an ihrer Seite stehen, das ist doch unsere Verantwortung. Öffentlich
diese Akte im beruflichen Bereich zu verurteilen, das ist eines der elementarsten Menschenrechte. Und es gibt unterschiedliche Formen der Gewalt, auch latente Gewalt, zum Beispiel psychische Gewalt. Wir brauchen eine Kommunikation mit einer einzigen Botschaft, nämlich es ist Zeit, die Gewalt gegen Frauen ein Ende zu setzen. Und wir müssen diese Praktiken aus der Vergangenheit beenden, die dazu führen, dass Frauen eben weniger wert sind als Männer. Es muss ein Umdenken und eine Veränderung der Verhaltensweisen stattfinden. Dank einer ganz klaren und außergewöhnlichen Kommunikation konnten wir dies erreichen. Wenn Sie gestatten, möchte ich Frau Michelle Bachelet zitieren, ehemalige Exekutivdirektor von der UNO-Frauen. Es ist wesentlich, eine Verhaltensänderung herbeizuführen, die eben darin besteht, dass Gewalt toleriert wird, damit das nicht mehr geschehen kann. Deshalb müssen wir insbesondere die Gemeinschaft sensibilisieren, mobilisieren, brauchen Bildungsprogramme, auch Sexualkunde, müssen Jugendliche und Kinder, die Gewalt erleiden, unterstützen. Und daraus schließe ich, dass Maßnahmen der Sensibilisierung zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Männern und Frauen, die sich in diesem Bereich engagieren, verstärkt werden müssen. Dazu haben wir unterschiedliche Maßnahmen zur Verfügung, um die Zivilgesellschaft einzubinden. Soziale Netzwerke, insbesondere Instagram, wären hier zu nennen. Das hat bei den jungen, aber auch weniger jungen Menschen aus allen sozialen und beruflichen Schichten großen Erfolg. Eine Frau, denke ich, kann auch auf Twitter sich gut durchsetzen mit Kurznachrichten, die gut ankommen. Darüber hinaus haben wir auch eine gewisse Leserschaft, die über unterschiedliche Dienste unsere Texte lesen. So können wir die Wähler für unsere Sache gewinnen. Darüber hinaus können wir Informations- und Präventionskampagnen hier verstärken in ihrer Wirkung. Wir brauchen die nötige Sichtbarkeit auch im Bereich Kultur, Bräuche, Religion, die sogenannte Ehre. All dies kann keine Gewalt rechtfertigen. Dank unseres politischen Gewichts können wir Druck aufrechterhalten auf die unterschiedlichen Versammlungen, damit auch innerhalb der Parlamente Verfahren gegen Belästigung eingeführt werden. Wir können auch Druck auf Unternehmensleitungen ausüben, damit eine würdevolle Arbeit möglich ist. Wir können Druck ausüben auf die Dienste des Staates, damit diese die eingegangenen Verpflichtungen im Namen der Konvention auch tatsächlich einhalten. Und wenn die Konvention nicht ratifiziert ist, können wir weiter auf die Führungsebenen Druck ausüben, damit die Ratifizierung vorangetrieben wird. Das parlamentarische Netz für Frauen, für das Recht der Frauen auf gewaltfreies Leben, denke ich, hat auch die Möglichkeit, Vorurteile abzubauen, die da besagen, dass die Frau dem Mann untergeordnet ist. Ich denke, wir haben die Möglichkeit, die Stärken der Istanbul-Konvention herauszuarbeiten und können so auch bewährte Praktiken sammeln. Ich möchte jetzt ein persönliches Beispiel anführen. Ich war Initiatorin einer Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen in Monaco. Und zahlreiche Persönlichkeiten haben sich hier eingebracht und ich habe auch Recherchen zu diesem Thema angestellt, weil es wird weiterhin Gewalt geben, wenn wir uns nicht dagegen stellen. Diese Verantwortung müssen wir auf uns nehmen. Und dann vielleicht noch ganz kurz zu einem Gesetzentwurf, der in Monaco eingebracht wurde. Das ist interessant. Das wurde vor circa 10 Tagen eingebracht. Es geht um eine Reform der Bestimmungen zur Schuldhaftigkeit von sexuellen Übergriffen, also Strafahndung. Das heißt, Monaco wird nun endlich dieses Wort Zustimmung und Einverständnis mit aufnehmen in die Gesetzgebung über den Kampf gegen sexuelle Straftaten. Und deshalb noch einmal mehr, es lebe die Farbe Orange und gute Arbeit wünsche ich insbesondere der Generalberichterstatterin. Thank you very, very. Dankeschön. Madam President, Frau Vorsitzende, Ihr Mikrofon ist ausgeschaltet. Ja, ich wollte eigentlich wieder auf Floor drücken, habe mich vertippt. Gut, dass Sie das mitverfolgen. Also diese Sensibilisierung, das ist natürlich absolut
notwendig, aber ich finde auch, wie Sie, dass die sozialen Medien hier auch mit eingeschaltet werden müssen. Und zwar nicht nur durch uns Parlamentarier und Parlamentarierinnen, damit wir uns untereinander erreichen, sondern dass wir auch die geeigneten Nachrichten in der geeigneten Sprache aussenden für die jüngere Generation. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt inzwischen schon Instagram haben, ob wir da bald so weit sind. Das wäre jetzt auch gut. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr, sehr herzlich, Frau Fresco-Rolfo, für Ihren Input. Nun möchte ich unsere letzte Rednerin aufrufen, Frau Eglantina Gemini, zu Kapitel 5, 2, 3, 2. Und Sie wollen eingehen auf die Situation in Albanien. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie eine große Initiative in Ihrem eigenen Parlament auf den Weg gebracht haben zum Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. Sie haben das Wort. Danke, Frau Vorsitzende. Ich freue mich sehr, teilzunehmen. Ich wollte eingehen auf weitere Aktionen und Schlussfolgerungen und inwieweit Albanien Initiativen ergriffen hat. Und ich danke Ihnen auch, Frau Vorsitzende, für Ihr Engagement und Ihre Ermunterung auch. Ich glaube, dieser Kampf, der endet nie. Also, ich sehe die führenden Berichte wie eine Roadmap mit konkreten Vorschlägen, um Fortschritte im Kampf gegen geschlechterbasierte Gewalt zu erreichen. Und ich sehe auch bei unseren Erfahrungen, dass wir also diese Berichte berücksichtigen müssen, wenn wir jetzt neue Maßnahmen ergreifen. Was können wir ParlamentarierInnen tun? Wir können Druck ausüben auf die Regierung, damit sie wirklich die Empfehlungen umsetzt. Und in Albanien haben wir im Dezember 2011 vorbehaltlos die Konvention unterzeichnet und sie trat im August 2014 in Kraft. Und der erste Prüfbericht geht zurück auf das Jahr 2017. Und seit Anfang an gibt es einen starken politischen Willen, um vorzugehen gegen geschlechterbasierte Gewalt. Und also von der Regierung und aber auch von Seiten des Parlaments. Auch die Frauen nehmen zunehmend teil an der politischen Arbeit im Parlament. Und das ist positiv. Das hat auch wirklich das Engagement verstärkt. Andererseits gibt es Parlamentarierinnen, die aus der Zivilgesellschaft stammen. Und da gibt es auch eine starke Aktivität, sodass das Parlament wirklich Schritte ergriffen hat. Es hat gleich am Anfang eine Entschließung verabschiedet zum tatkräftigen Kampf gegen Gewalt gegen Frauen und auch in den Medien und in der Politik. Da gibt es einen Maßnahmenplan, also in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Ausschüssen im Parlament, Medienausschuss, Gleichstellungsausschuss und anderen. Wir haben auch einen Unterausschuss, der Briefe geschrieben hat an alle Bürgermeister in allen Gemeinden, um die Wirksamkeit des Kampfes gegen Gewalt zu erhöhen und entsprechende Mechanismen auch auszuarbeiten. Und wir haben auch viele Anhörungen durchgeführt mit Gemeinden, mit Mandatsträgern, mit Akademikern, mit Angehörigen der Zivilgesellschaft. Und bei diesen Anhörungen, gut, da gab es dann Covid-19, das war auch ein wichtiges Thema für uns. Und es hat Verbesserungen in der Gesetzgebung gegeben, und zwar 2018 und 2020, also vor kurzem erst, um einen höheren Opferschutz bereitzustellen und auch die Täterverfolgung effizienter zu machen und auch Dienste
zur Aufnahme der Täter bereitzustellen, dass also weitere Gewalt verhindert wird durch entsprechende Maßnahmenprogramme. Und wir haben auch den gesetzlichen Rahmen verstärkt. Also Frauen und Mädchen sollen in Intimbeziehungen geschützt werden. Also der gesamte Rahmen, der 2018 verabschiedet und wurde und auch 2020, hat das Ziel, unsere Gesetzgebung anzupassen, in Einklang zu bringen mit der Istanbul-Konvention. Und dabei wurde auch berücksichtigt die Empfehlung von GREVIO. Das ist eine Art Roadmap für uns Parlamente und auch für die Gesellschaft überhaupt. Und ganz neu ist zum Beispiel eine gesetzliche Bestimmung zum Schutz der Opfer und zur Entfernung des Täters von zu Hause. Und die Frist wird gerichtlich bestimmt, die Zeit. Und das ist also eine ganz neue ein Novum, und wir hoffen, dass dies auch uns ganz konkret umgesetzt wird jedes Mal. Kürzlich hat auch der Parlamentsvorsitzende Herr Gamus-Rutsis einen Brief geschrieben an alle Justizbehörden. Damit die Wirksamkeit gestärkt wird, des Kampfes gegen häusliche Gewalt, damit auch bessere Opferdienste bereitgestellt werden und Täterprogramme aufgelegt werden. Das ist passiert im Rahmen dieser 16 Tage Aktivität gegen geschlechterspezifische Gewalt. Und in der Staatsanwaltschaft hat auch eine Gruppe von Abgeordneten, also Parlamentarierinnen, aufgerufen, dieses Thema ganz aktiv anzugehen, um Fortschritte zu erzielen. Denn wir wollen gern, dass die Staatsanwaltschaft wirklich unsere Verbündete wird. Und am 4. Dezember haben wir eine Anhörung durchgeführt über die Auswirkung von Corona zu geschlechterspezifischen Fragen, auch im Rahmen des Europarates. Und der Unterausschuss und die Parlamentsausschüsse, auch Frauen aus der Zivilgesellschaft haben gemeinsam diskutiert, wie kann man vor allem zu Corona-Zeiten diese Themen besonders gut behandeln. Das sind also große Herausforderungen, die Konvention und die Strafverfolgung bleiben Herausforderungen und auch der Opferschutz und eben auch eine bessere koordinierte Bemühung zur überhaupt gesamtheitlichen Behandlung dieser komplizierten Themen. Wir wollen auch von anderen Lernern Erfolgsmethoden lernen. Wir möchten mehr erfahren über die Umsetzung der Charta. Dankeschön. Herzlichen Dank, Eglantina Giamini, für Ihr Engagement. Und wir haben jetzt wirklich so viel interessante Dinge gehört von engagierten Kolleginnen und Kollegen, die diese Konvention nicht nur als wertvolles Instrument benutzen, sondern auch aktiv sich bemühen um die Promotion dieses Textes. Also nochmal allen ein großes Dankeschön. Ich sehe keine Wortmeldung. Ich wollte aber noch einmal fragen, gibt es Kommentarwünsche oder müssen Sie erstmal alle Informationen verdauen, die hier gekommen sind? Also noch einmal herzlichen Dank für dieses große Engagement. Gibt es Fragen oder? Ich sehe keine. Ich habe jetzt auch keine Anweisung bekommen. Also dann danke ich Ihnen, Eglantina, auch für Ihren engagierten Beitrag sowie allen anderen Referentinnen und Referenten. Danke. Und damit können wir diesen Tagesordnungspunkt abschließen. Ich danke Ihnen wirklich für diese sehr nützlichen und konstruktiven Informationen. Und ich hoffe, dass wir damit
wirklich was an der Hand haben, auch mit dem Handbuch, um uns stark zu machen für die Konvention. Und zögern Sie nicht, wenn Sie Ideen haben, Vorschläge, dann wenden Sie sich ans Sekretariat. Denn es ist auch immer gut, von der Basis auch zu lernen. Ich schaue noch einmal, keine Wortmeldung, keine Kommentare. Gut, dann reflektieren wir weiter über das, was gerade gesagt wurde. Und noch ein Kommentar. Also die Anpassung und Harmonisierung der Gesetzgebung ist absolut wesentlich. Und ich danke auch dem Sekretariat, das uns wirklich und auch jetzt noch einmal den Rednern, denn sie haben uns wirklich einen sehr guten Überblick vermittelt dessen, was getan werden kann und muss. Und wie wir unsere politische Arbeit selber noch verstärken können. Ja, politischer Wille ist notwendig. Den brauchen wir. Da ich keine weiteren Wortmeldungen und Nachrichten sehe, dann kommen wir nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht hier um Erfolgsmethoden, die umgesetzt wurden während der zweiten Covid-19-Welle im Kampf gegen Gewalt gegen die Frauen. Bei diesem Punkt haben wir eine Anhörung unter Teilnahme von Herrn Charles Ramsden, Vorsitzenden des Geschlechtergleichstellungsausschusses des Europarates. Herr Ramsden ist auch Leiter der EU- und Binnenpolitik, der im Gleichstellungsamt des Vereinigten Königreiches, und es ist eine großartige Gelegenheit, von seiner Erfahrung Nutzen zu ziehen. Sie werden nun die Arbeit des Gleichstellungsausschusses darstellen und was unternommen wurde im Rahmen, also während der Covid-19-Pandemie. Sie sollten jetzt auf Request to Speak drücken, damit wir Ihnen das Wort erteilen können. Und dann müssen Sie also Kamera und Mikro anschalten. Das ist schon geschehen, sehe ich. Also man muss sich eben in diese technischen Spitzfindigkeiten hier eindenken. Wir sind gespannt auf das, was Sie zu sagen haben. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Und ich hoffe, dass Sie mich auch hören können. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, vor Ihnen sprechen zu können. Also ich leite den Gleichstellungsausschuss im Europarat, aber ich werde auch eingehen auf unsere Arbeit in diesem schwierigen Jahr. Erstens, also die Mitglieder des Gleichstellungsausschusses haben ganz schnell angefangen, Informationen über die Maßnahmen der Mitgliedstaaten in Bezug auf Geschlechtergleichstellung unter Covid-19 zusammenzutragen. Wir haben also alle angefragt, was tun sie, um sicherzustellen, dass Frauen und Mädchen nicht überverhältnismäßig unter der Corona-Krise zu leiden zu haben. Und wir haben das dann also bereitgestellt, damit vielleicht andere auch sich inspirieren können davon. Und alle Informationen sind online auf der Webseite der Delegierten, also des Europarates, einsehbar. Das nennt sich Women's Rights and COVID-19 Pandemic. Und wir sollten das auch ordentlich verlinken im Chat. Also das ging einfach darum, die Reaktion der Regierung einzuholen zum Schutz der Frauen und Mädchen. Das ist eine lange Liste und zeigt meiner Meinung nach, dass viele Regierungen sich bewusst waren über die Situation von Frauen und jungen Mädchen und dass sie das auch berücksichtigen mussten bei der Reaktion, der Sofortreaktion auf die Krise und auch dann danach in der Erholungsphase. Ich darf Sie ermutigen, sich das mal anzuschauen, also was da so getan wird und sich tut.
Und was wir sonst noch getan haben, zweitens ist ein hochrangiges Online-Seminar über die Fortschritte bei der Gleichstellung, Rolle und Situation der Gleichstellungsmechanismus mitten vor dem Hintergrund von Covid-19. Und zwar wurde dieses Seminar im Oktober unter dem griechischen Vorsitz im Ministerkomitee abgehalten und denen sind wir sehr dankbar, dass sie unsere Arbeit so unterstützt haben. Und auch da kann man das Seminar bald nachhören und nachsehen. Das Video ist schon bereitgestellt. Wir werden Sie, Frau Vorsitzende, dann sagen, wenn die Gesamtverlinkung steht, die man dann auch an alle Mitglieder weiterleiten kann. Das war ein sehr nützliches Seminar. Und die Hauptschlussfolgerungen waren folgende. Also Covid-19 hat verschiedene Facetten von Ungleichheiten zutage gebracht und noch verschärft. Also das war ein gut besuchtes Seminar und es hat vor allem gezeigt, die unterschiedlichen Wege, in denen Frauen von der Gesundheitskrise betroffen sind und auch, dass jetzt schon Erfahrung und Forschung in der Zivilgesellschaft vorhanden ist, über Gleichstellungsmechanismen in Europa. Da die Pandemie ja das Leben und die Lebensweise weltweit weiter beeinflusst, zeigen diese Berichte, dass es Rückschritte gibt in Sachen Geschlechtergleichstellung und dass Frauen und Mädchen ihren Menschenrechten hier geschmälert wurden und werden. Und die Rolle der institutionellen Mechanismus zur Geschlechtergleichstellung wird noch wichtiger. Es geht darum, Maßnahmen zu ergreifen, um die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Krisen für Frauen abzuschwächen. Ich selbst habe an einem solchen institutionellen Mechanismus im Vereinigten Königreich gearbeitet. Wir waren sehr aktiv. Also wir wollten sicherstellen, dass Frauen und Mädchen hier auch wirklich berücksichtigt werden. Wir haben uns also immer wieder Gehör verschafft und auch die Eindämmungsmaßnahmen und die latente Pandemie haben Gewalt gegen Frauen und Kinder verschärft. Da gibt und haben auch andererseits den Widerstand gegen die Konvention noch verschärft. Opfer von Gewalt sind schutzbedürftig oder auch betrifft zum Beispiel auch Frauen mit Behinderung. Sie haben also zusätzliche Barrieren zu überwinden, um zum Beispiel auch die Dienste im Rahmen von Covid-19 wahrzunehmen. Das Netzwerk, dem sind diese Dinge sicherlich vertraut. Wir haben dann auch einige Schlussfolgerungen und Lösungen zusammengefasst. Muss die Regierung die geschlechterspezifik bei allen Covid-19-Maßnahmen und Haushaltsverteilungen mit berücksichtigen. Dann müssen wir in geschlechterspezifischen sozialen Schutzmaßnahmen investieren und auch bei den Unterstützungsmaßnahmen dies berücksichtigen. Und dann müssen die Frauen eingebunden werden im Entscheidungsprozess. Um sicherzustellen, dass die Frauen und Mädchen auch hier in den nationalen Plänen, Pandemieplänen berücksichtigt werden. Zudem müssen institutionelle Mechanismen zum Schutz der Geschlechtergleichheit gestärkt werden, auch und es müssen genügend Humanressourcen bereitgestellt werden, um diese Aufgaben zu übernehmen. Und Geschlechtergleichstellung muss eine politische Priorität bleiben und muss gemainstreamt werden, auch in anderen politischen Bereichen, über praktische Maßnahmen. Im Vereinigten Königreich hat die Regierung eine Reihe von Taskforce aufgebaut zum Kampf gegen die Pandemie und wir haben es sich da sichergestellt, dass auch die Frauen berücksichtigt werden, indem wir entsprechende Personen abgeordnet haben in diese Taskforce, auch bei Folgenabschätzungen. Und wir sind zuversichtlich, dass geeignete Entscheidungen getroffen werden, auch in dieser sozialen Dimension. Und Forschung und Datenerhebungen, zu denen wir Zugang haben, sind besonders wichtig hierbei. Also es ist wirklich ein sehr interessantes Seminar und ich darf Sie wirklich einladen, sich da einzuschalten und das mal abzurufen.
Also nun zum Punkt Covid-19 und Gewalt gegen Frauen. Sie wissen das sicherlich in Ihrem Netzwerk, dass alle bereitgestellten Daten verweisen auf eine Zunahme von häuslicher Gewalt während des Lockdowns und dass auch die Restriktion die Erfahrung von Gewalt beeinflusst haben. Wir brauchen ausreichend Informationen, um sicherzustellen, dass Frauen weiterhin Zugang zu den entsprechenden Diensten haben. Dabei reicht kein vereinzelter Ansatz zur Gewaltbekämpfung zu Hause oder in anderen Bereichen. Einige Länder haben zum Beispiel Hotlines bereitgestellt oder Online-Dienste oder auch die Polizei ist stärker tätig geworden. Andere haben insgesamt einen Rückgang festgestellt, was auch alarmierend ist. Wir wissen, wir haben noch nicht alle Interpretationen, denn auch die Freizügigkeit und Bewegungsfreiheit auch von Frauen wurden besonders eingeschränkt während des Lockdowns. Also haben wir aufgelistet, was die Mitgliedstaaten unternommen haben, um diesbezüglich Lösungen zu finden. Und da ich schon mal hier bin, möchte ich bei dieser Gelegenheit auch noch andere Prioritäten ansprechen, die wir in unserem Geschlechtergleichstellungsausschuss haben. Also für mich ist hier die Gelegenheit, mal unsere Arbeit darzustellen. Ein Großteil unserer Arbeit in den letzten Jahren betraf die Entwicklung und Promotion der Empfehlung des Ministerkomitees vom Jahr 2019 zum Kampf gegen Sexismus. Das ist ein großes Stück Arbeit und umfasst die erste international vereinbarte Definition von Sexismus. Und die Empfehlung enthält ein gemeinsames Verständnis von Begriffen und sexistischen Verhalten. Mansplaining und dann Bevormundung, Frauen zum Schweigen bringen und dann ehrenamtlichen Sexismus, alle möglichen Dinge, also mit besten Absichten. Da gibt es eine Bandbreite. In den Medien, in den öffentlichen Diensten, im Bereich Bildung. Und diese Ministerrat-Empfehlung wurde in 23 Sprachen übersetzt. Und es ist online auf unserer Webseite. Zudem haben wir eine Online-Action-Page. Das ist ein Video und ein Quiz, um den Teil auch der Kampagne weiterzuentwickeln. Das heißt, Sexismus, see it, name it, stop it. Also, sieh es, benenne es, stoppe es. In 20 Sprachen verfügbar. Zudem gibt es eine neue Sexismusbroschüre vom September 2019, in der der Inhalt der Empfehlung des Ministerrates einfacher formuliert wird. Fragen und Antworten gibt es da zum Beispiel. Dann wird Sexismus definiert, seine Zielscheiben und seine Auswirkungen und sexistische Verhaltensweisen in unterschiedlichen Bereichen. Denn die Empfehlung zu haben, ist gut. Aber wir wussten ja auch, dass es nicht immer dann gut zugänglich ist. Es muss auch einfach zugänglich gemacht werden. Und der Europarat hat das Projekt finanziert, Mobilisierung gegen Sexismus, unter der Federführung der Europäischen Frauenlobby und auch mit nationalen Aktionen. Teilgenommen haben 9 Länder, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Irland, Ungarn, die Niederlande, Portugal, Rumänien und Spanien zur Förderung der Umsetzung der Empfehlung. Also die Länder sind aktiv in diesem Bereich. Kürzlich haben wir angefangen mit der Arbeit über eine neue Empfehlung des Ministerrates des Europarats zum Schutz der Rechte von Migranten, Flüchtlingen und asylsuchenden Frauen und Mädchen. Und das zweite Treffen des Redaktionsausschusses zum Text dieser neuen Empfehlung startet heute Nachmittag. Mein Ausschuss hat auch das Mandat, die Vorbereitungsarbeit zu ergänzen und einen Empfehlungstext für das Ministerkomitee nächstes Jahr vorzulegen. Der Redaktionsausschuss berücksichtigt alle einschlägigen Standards und Materialien des Europarates, einschließlich der Parlamentarischen Versammlung. Also das ist das, was wir derzeit machen und in der Zukunft planen wir Folgendes.
Wir beauftragen eine Mapping-Studie über die Arbeit auf nationaler und internationaler Ebene über die Rolle von Männern und Jungen in Sachen Geschlechtergleichheit. Und unser Ausschuss wird beim nächsten Plenum im April darüber diskutieren und dann über weitere Schritte entscheiden. Also wir sind bei der Bestandsaufnahme, bei der Recherche der vorhandenen Maßnahmen und wollen dies als wirklich in den nächsten Monaten forcieren. Auf der April-Sitzung werden wir im nächsten Jahr auch unsere Arbeit evaluieren, um neue Prioritäten abzustecken bei der Vorbereitung unseres Mandats für 2022 bis 2023. Und dieses Mandat wird nächstes Jahr dann verabschiedet werden. Und darin wird sicherlich auch die nächste Europaratsstrategie über Geschlechtergleichheit mit enthalten sein, denn die jetzige läuft 2023 aus. Im Mai nächsten Jahres werden wir eine Konferenz organisieren unter deutschem Vorsitz des Ministerkomitees zusammen mit der Abteilung Frauen gegen Gewalt gegen Frauen zum Beginn des 10. Jubiläums der Istanbul-Konvention und der Zwischenbilanz über die Geschlechtergleichstellungsstrategie 2018 bis 2023. Ich danke Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben und stehe gern bereit auch für Fragen und Antworten. Und auch über vergangene und gegenwärtige und künftige Arbeiten einzugehen. Ich bedanke Ihnen. Leider ist das meine letzte Intervention in dieser Eigenschaft, weil mein Vorsitz dieses Jahr ändert. Aber ich möchte Ihnen übermitteln, dass wir sehr interessiert sind an der Zusammenarbeit mit der Parlamentarischen Versammlung im gemeinsamen Ziel zur Verbesserung der Geschlechtergleichstellung und der Ausrottung von Gewalt gegen Frauen in unseren Mitgliedstaaten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet in einem Bereich, in dem Sie wirklich unter Beweis gestellt haben, wie viel Männer tun können für die Rechte von Frauen und Mädchen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, dass Sie weiterhin im Ausschuss verbleiben und die Arbeit unterstützen. Ich kann auch über meine persönlichen Erfahrungen des letzten Freitag berichten. Da haben wir ein Treffen der ungarischen Delegation beim Europarat gehabt und wir haben dem Botschafter des Europarates in Straßburg angesprochen und er hat gesagt, ja, in den letzten 2 Wochen, da ging es doch nur um die Istanbul-Konvention. Warum ist denn das überhaupt so wichtig? Das kann ich nicht verstehen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, wissen Sie denn nicht, dass hier die 16 Aktionstage jetzt laufen? Das ist wirklich das einzige Mal, dass wir über dieses Thema reden. Und ich muss Ihnen sagen, ich als ungarische Abgeordnete schäme mich darüber, was in meinem eigenen Land geschieht. Also wir haben hier die christliche Partei, die Erklärung abgegeben hat, dass wir die Istanbul-Konvention nicht ratifizieren sollten. Das ist ja eine 100%ige Satellitenpartei von Fidesz. Und damit wird die Regierung ja ihren Pflichten nicht nachkommen. Und dann wird uns auch noch gesagt, wir hätten hier die besten Gesetze. Also Sie können sich vorstellen. Aber das waren meine persönlichen Bemerkungen. Ich schätze Ihre Arbeit sehr und wir werden versuchen, mit unseren Kolleginnen und Kollegen hier weiter auch Sie zu unterstützen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Wortmeldungen oder Fragen gibt. Scheint nicht der Fall zu sein. Aber was wir tun können, und das haben Ihre Kollegen ja bereits getan, Sie könnten vielleicht in unser Messaging-System alle verfügbaren Dokumente einstellen. Es wurde bereits gesagt, das ist sehr wichtig, dass wir das auch verwenden können, insbesondere für die sozialen Medien. Das ist sehr wichtig und da würde ich die Kollegen auch wirklich auffordern, sich auf Twitter zu bestätigen. Also tweeten Sie, das ist auch sehr wichtig. Auch das Seminar war von großer Bedeutung. Wir müssen immer mehr Seminare organisieren, denke ich, einfach um einen guten Überblick über das, was läuft, auch zu geben. Denn es gibt hier falsche Sichtweisen. Manche haben überhaupt keine Ahnung davon, wie das Ganze eigentlich in der Wirklichkeit aussieht. Und Sie haben bereits sehr viele wichtige Themen angeführt.
Es ist aber eben auch wichtig, dass wir auf der Webseite das auch in unseren eigenen Sprachen finden können. Das ist für uns immer sehr hilfreich. Wir als Abgeordnete können es ja vielleicht lesen, aber nicht Regierungsorganisationen, auch Mitglieder der Zivilgesellschaft müssen in der Lage sein, diese Informationen in ihrer eigenen Sprache zu erhalten. Und ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass wir im Europarat auch in Ungarn eine Reihe organisiert haben, eine Reihe von Seminaren. Ich war auch Gastgeberin des ersten Seminars, da ging es um Sexismus und das läuft weiter. Im ungarischen Parlament gibt es sexistisches Verhalten leider auch sogar vom Vorsitzenden der Parlamentarischen Versammlung. Also es ist wirklich sehr bedauerlich. Und Sie sprachen von wichtigen Forschungen. Ja, Frauen sind natürlich jetzt auch während der Covid-Krise sehr viel stärker betroffen und wir müssen dazu auch Daten bekommen, um das zu untermauern. Deshalb war es sehr wichtig, dass Sie auch über andere Aktivitäten noch sprachen. Ich schätze Ihre harte Arbeit sehr, das kann ich Ihnen sagen. Und ich danke Ihnen auch für Ihr Engagement zu diesem Thema. Und der nächste Vorsitzende oder die nächste Vorsitzende wird sicherlich auch froh sein, wenn er auf Sie zurückgreifen kann und auf Ihre Unterstützung zurückgreifen kann. Gut, weitere Wortmeldungen sehe ich jetzt nicht. Verzeihen Sie. Frau Strehler hat sich zu Wort gemeldet. Ja, freut mich. Dann möchte ich Edith Strehler hier herzlich begrüßen. Sie haben das Wort. Sie ist die erste Vizepräsidentin des portugiesischen Parlaments. Bitte schön. Sie haben das Wort, Edith. Ja, einen schönen guten Tag allerseits. Vielen Dank, Sita, für die ausgezeichnete Arbeit und auch für dein Engagement in diesem sehr wichtigen Kampf. Ich konnte leider die Sitzung nicht von Anfang an verfolgen, aber ich möchte doch etwas sagen. Zunächst einmal danke ich Herrn Charles Ramsden für seine Arbeit, für all das, was er uns an Informationen gegeben hat und für alles, was er vorgetragen hat. Portugal war das erste Land, das die Todesstrafe abgeschafft hat. Portugal war auch das erste Land, das die Istanbul-Konvention ratifiziert hat. Wir waren wirklich beispielhaft auch durch die Annahme von Gesetzen gegen geschlechterbasierte Gewalt. Und auch was die Aufnahme von Geflüchteten angeht. Zahlreiche Portugiesinnen werden aber leider noch von ihrem Ehegatten oder von ihrem Lebenspartner ermordet. Ja, das heißt also, wir sagen bei uns, selbst wenn man sich noch so beispielhaft verhält, kann es trotzdem einen dunklen Fleck geben. Wir sind alle schockiert angesichts des Todes eines Polizisten gestern. Er war nicht im Dienst, aber er war auf der Straße unterwegs und hat eine gewalttätige Situation bemerkt und er wurde vom Angreifer getötet, als er versucht hat, der Frau, die Opfer von Gewalt war, zu helfen. Ich möchte aufmerksam machen auf die zunehmende Gewalt in sozialen Netzen. Sie haben bereits davon gesprochen. In Portugal läuft derzeit eine sehr rege und aktive Debatte zu diesem Thema. Denn in den sozialen Netzwerken werden Menschenrechte von Frauen nicht respektiert. Sie sind die Hauptopfer von Hassreden, von Beleidigungen
und von Erniedrigungen. Und da es keine entsprechende Gesetzgebung gibt, läuft das alles in den sozialen Netzwerken ab. Einige sagen, dass das, was hier schlecht läuft in den sozialen Netzen, genauso schlimme Auswirkungen haben kann wie die Pandemie. Für die Menschen, aber auch für die Demokratie. Also, deshalb wollte ich Alarm schlagen und wollte auch einen Appell richten an die Mitgliedstaaten des Europarates und an die entsprechenden Instanzen. Es ist wichtig, Gesetze anzunehmen, um Menschenrechtsverstöße zu ahnden, auch in sozialen Netzwerken. Und Frauenrechtsverletzungen insbesondere. Wir haben ja bereits Gesetze gegen Hassreden in den sozialen Netzwerken. Und da müssen wir einfach noch stärker durchgreifen. Ja, das möchte ich gerne gesagt haben und wüsste jetzt auch, ob es Ihrerseits dazu Kommentare gibt. Danke. Thank you very much. I just need to go back with the channels and. Ja, herzlichen Dank. Es dauert immer ein bisschen, weil ich dann den Kanal wieder umstellen muss. Vielen Dank. Edite. Für das, was Sie gesagt haben, das ist sehr wichtig. Ja, das stimmt, was Sie gesagt haben. Frauenrechte werden in den sozialen Medien nicht respektiert. Der Ton wird auch immer rauer. Es setzt eine Verrohung ein und da müssen wir sicherlich auch über Gesetzgebung nachdenken. Dankeschön. Und dann möchte ich doch Herrn Ramsden noch bitten, sich dazu zu äußern. Herzlichen Dank. Dankeschön auch Frau Estrella. Ich freue mich, Ihnen sagen zu können, dass mein Nachfolger als Vorsitzender des Ausschusses ein Mitglied aus Portugal ist. Also da können Sie sicher sein, dass die Themen weiter ernsthaft fortgeführt werden. Zweierlei möchte ich sagen. Erstens in Bezug auf das, was Sie gesagt haben, Frau Vorsitzende, zum Sexismus. Unsere Arbeit hat eine Definition für Sexismus bereitgestellt. Jetzt können eben die Menschen Sexismus erkennen, wenn sie das sehen oder selbst wenn sie es denken schon oder wenn sie es aussprechen. Das heißt also, wir alle müssen unsere Haltung gegenüber dem Sexismus noch einmal auf den Prüfstand stellen. Wir haben eine Definition des Sexismus abgestimmt vom Ministerrat beziehungsweise auch vom Europarat. Das heißt, wir können das jetzt identifizieren und wir können dann auch Schritte, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten, unternehmen. Das ist eine so stark einschneidende Situation für Frauen. Und das umfasst ein ganzes Spektrum, stützt sich auf Geschlechterklischees insbesondere. Und der Ausdruck ist natürlich insbesondere auch Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Also ich denke, diese Definition kann schon dazu beitragen, gegen Sexismus vorzugehen. Jetzt zu dem, was gesagt wurde, zu Sexismus in sozialen Medien. Das ist natürlich ein großes Thema. Also die Situation verschlechtert sich zusehends und unsere Empfehlung, und darüber habe ich ja gesprochen, identifiziert ja auch bestimmte Probleme in einem Bereich und formuliert Empfehlungen. Und einer dieser Bereiche betrifft die Medien und zeigt, wie dadurch die Rolle der Frauen auch beschädigt wird. Es heißt hier zum Beispiel, die Frauen werden zum Objekt gemacht.
Es wird sich über das Äußere, das Verhalten und über die Kleidung von Frauen ausgelassen. Das Ganze wird trivial betrachtet. Darüber hinaus werden Klischees und Stereotypen befördert und so weiter. All das können Sie hier nachlesen. Also vielleicht, wenn Sie die Möglichkeit haben, die Empfehlung sich nochmal anzusehen, da haben Sie durchaus die Möglichkeit, Entscheidungsträger und Minister in den Ländern für ihre Verantwortung zu stellen. Sie können sagen, sehen Sie, wir haben das Thema identifiziert, welche Schritte gedenken Sie zu unternehmen, um Abhilfe zu schaffen. Denn wir alle kennen ja Geschichten aus unseren eigenen Ländern über Frauen, die so zu Opfern gemacht werden, ob das jetzt Frauen sind, die Vertreter sind, Volksvertreter, also im Parlament, oder Frauen, die aus welchem Grund auch immer auf die öffentliche Bühne treten, Journalisten, Journalistinnen, Akademikerinnen, hochrangige Beamtinnen. Wir wissen, dass wenn wir zum Beispiel die Antworten auf Ihre Kommentare auf Twitter uns ansehen, dass diese so voreingenommen sind und so stark verankert in Klischees, dass das wirklich sehr stark von Sexismus durchdrungen ist. Und wir in unserer Kommission versuchen eben diejenigen zu unterstützen, die das Thema Sexismus angehen wollen, um aus der Welt eben auch einen sichereren Ort mit weniger Sexismus und mehr Höflichkeit zu machen. Vielen Dank für Ihre Anregung und ich werde sicherlich auch die Arbeit weiter verfolgen. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ich schätze Ihre Arbeit sehr, das muss ich Ihnen sagen. Und Sie haben wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet für uns alle. Und ich sagte es bereits, Ihre Präsenz im Ausschuss wird sicherlich von großer Hilfe sein. Und ja, in der Europäischen Union wird übrigens Portugal ja die Präsidentschaft übernehmen ab dem 1. Januar. Ich bin mit Ihnen einig, auch im Hinblick auf das, was Sie gesagt haben. Frauen werden zu Objekten gemacht. Ja, auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und es ist auch wichtig, eine geeignete Definition von Sexismus zur Verfügung zu haben. Und es ist genauso wichtig, ein Handbuch vorzubereiten darüber, wie man reagieren kann, wenn man auf Sexismus stößt. Denn das Problem ist ja folgendes. Wenn eine Frau einen sexistischen Kommentar erhält, stellt sich doch immer die Frage, wie soll man darauf reagieren? Und ich weiß, dass es unterschiedliche Verhaltensweisen gibt und auch unterschiedliche Kulturen, die auch natürlich die Frage beeinflussen, wie man reagiert. Aber das wäre doch etwas im Rahmen dieses Projektes, das vielleicht noch stärker behandelt werden könnte. Denn unglücklicherweise ist es so, dass einige Parlamente, und ich habe ja gesagt, leider auch in meinem Parlament ist das der Fall in Ungarn, dass es wirklich einfach ganz natürlich ist, dass man sich sexistisch gegen Frauen äußert und so mal die Persönlichkeit der Frau auch angreift. Und die erste Reaktion besteht ja nicht nur darin, dass man verletzt ist. Alle anderen um einen herum, die Kollegen und im ungarischen Parlament sind 90% Männer. Also das führt dazu, dass das praktisch mit dem Verhalten der anderen Männer sich verdoppelt und verdreifacht, anstatt dass diese aufstehen würden und tatsächlich sich gegen eine solche Verhaltensweise widersetzen würden. Aber Sie haben gesagt, wichtig sind natürlich auch die Methoden. Aber wenn eine Regierung einfach diese Dinge nicht beachten möchte, da kann man ja noch so gut arbeiten. Also ich kann natürlich als Abgeordneter versuchen, etwas zu bewirken. Insbesondere, und das kann ich nur den anderen Mitgliedern des Netzwerkes ans Herz legen, man kann mündliche Anfragen stellen, sodass darüber gesprochen werden muss im Parlament. Ich habe zum Beispiel eine Rede gehalten und zu diesem Thema und das Klima im Parlament, als ich über dieses sehr brisante Thema gesprochen habe, war absolut inakzeptabel und der Präsident ist nicht eingeschritten. Und ich sehe also, dass diese Verhaltensweisen in unseren einzelstaatlichen Parlamenten noch stark verankert sind, was mich sehr enttäuscht. Aber ich gebe nie auf. So hoffe ich also, dass wir dann nächstes Jahr, wenn Wahlen anstehen, vielleicht auch Änderungen damit einhergehen werden. Also ich schätze Ihre
großen Beiträge sehr. Ich wünsche Ihnen wirklich aus tiefstem Herzen nur das Beste und ich hoffe, dass wir auch weiterhin im Kontakt bleiben und dass wir uns nicht nur virtuell sehen können, so wie das jetzt eben der Fall ist. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Deshalb noch einmal herzlichen Dank und alles Gute. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und die besten Wünsche auch fürs nächste Jahr. Und ich schicke Ihnen ein Herz. Schauen Sie, ein kleines Herz. Ah, da kann man auch ein bisschen die Finger, ein bisschen Fingergymnastik machen. Gleichzeitig. So, und dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Wir sind jetzt schon bei Punkt 7 angelangt. Und da möchte ich gern wissen, ob jemand etwas unter dem Punkt Verschiedenes ansprechen möchte. Bevor wir das vergessen. Nein, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Punkt 8. Nächste Sitzung. Ich bin mir sicher, dass dieses ausgezeichnete Sekretariat die Delegationen darüber auf dem Laufenden hält, wie wir die Arbeiten in den ersten Monaten 2021 gestalten werden. Aber eines ist sicher, ich habe das Sekretariat gebeten, die unterschiedlichen Links auch zu schicken an die Netzwerkmitglieder, denn es ist wirklich wichtig, das auch in den sozialen Medien zu nutzen. Jetzt nicht nur, was die Gleichheit und Gleichstellung angeht, sondern das ist einfach auch für uns wichtig, dass wir diese unterschiedlichen wichtigen Empfehlungen kennenlernen oder die Definitionen, die es gibt oder die Arbeit, die gerade erwähnt wurde. Denn in einem Parlament, das jetzt nicht gerade geschlechtersensibel ist, da ist es ja so, dass man nicht unbedingt so wild drauf ist, die Parlamentarier über diese Arbeit zu informieren und auf dem Laufenden zu halten. Deshalb müssen wir das eben dann tun. Und wenn wir dieses Material zur Hand haben, dann können wir weiter diese Informationen weiterreichen über die sehr wichtige Arbeit in diesem Ausschuss. Und ja, dann bleibt mir jetzt nur noch, wenn es sonst nichts mehr gibt, allen zu danken für diese aktive Beteiligung in diesem Jahr. Ich danke Ihnen auch für diese sehr positive und ergebnisreiche Sitzung. Die Vorsitzende dankt freundlicherweise auch den Dolmetschern und den Technikern, die unsere Arbeit möglich machen. Ich freue mich auf die Zukunft, wünsche allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und ich bin davon überzeugt, dass 2021 ein neues Jahr werden wird, ein anderes Jahr, sodass wir hier wirklich auch den entsprechenden Jahrestag der Istanbul-Konvention, also den 10. feierlich begehen können. Und es wäre wirklich schön, wenn noch mehr Mitglieder des Europarates unserem Netz beitreten könnten. Denn es ist wirklich eine ausgezeichnete Möglichkeit, unsere Arbeit hier zu stärken und bitte vergessen Sie auch nicht, über die heutige Sitzung zu twittern. Danke nochmal dem Sekretariat für die harte Arbeit unter Federführung von Penelope. Also wirklich aus tiefstem Herzen alles, alles Gute für Sie. 2021 wird ein neues und ein besseres Jahr werden für Frauen und Mädchen und für alle Menschen insgesamt. Vielen Dank.